Es ist alles immer genauso, wie es ist. Ich will heute mal ein bisschen erklären, was eigentlich ein geistreiches Heureka ist. Und wir sind so in einer Endzeit, wo nur noch Kritik und einseitige Währungen herrschen, die von dir wohlgemerkt ausgedacht werden. Der Spaß hört jetzt langsam auf, wenn man in den Ernst des eigentlichen Lebens eintritt. Und dazu brauchst du zuerst einmal ein wirkliches Heureka, dieses berühmte Ich hab's. Es geht um das absolute Verstehen, was man selbst ist und was seine Gedanken sind. Es ist ausgiebig erklärt in den letzten Selbstgesprächen, allen voran das unmittelbar Vorhergehende. Ich kann dir nur anraten, wenn du jetzt die Arroganz hast, du meinst, du hast es nicht nötig. Und du meine ich jetzt den, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Das ist der erste, wirklich elementar große, alles entscheidende Unterschied zu allen Lehren, die du dir überhaupt ausdenken kannst bei Holofeeling. Holofeeling arbeitet nur mit hundertprozentig sicheren Fakten. Wenn ich das immer wieder betone, gleichgültig welchen Glauben du anhängst, gleichgültig ob es ein religiöser Glaube ist, ein religiöser Wahn, ein esoterischer Wahn, ein politischer Wahn, du lebst in einer Welt der Selbstentheiligung. Ich predige jetzt übrigens keine Feindbilder, sondern ich rede von dem, was ist. Du hörst jetzt Worte und du wirst anhand dieser Worte Vorstellungen aufbauen. Das sind diese kleinen Sätze, das muss ich am Anfang nochmal hinstellen. Und was auf vielen Selbstgesprächen drauf ist, betone ich jetzt nochmal mit Nachdruck. Ich beweise dir mit dieser Holofeeling-Lehre, mit 100%iger arithmetischer Sicherheit, die du übrigens auch empirisch, von Moment zu Moment, auch empirisch 100%ig sicher überprüfen kannst, jede einzelne Aussage, dass du jetzt träumst und dich in einer Matrix befindest. Das heißt, du erlebst jetzt wie in dieser Videospielmetapher eigentlich dich selbst als eine Spielerfigur in einem Traum, den nur du erlebst. Den Traum erlebt nur der träumende Geist. Ich betone, ich beweise das mit hundertprozentig sicherer, mit Holofeeling arithmetischer Sicherheit, die du Geist auch empirisch überprüfen kannst, wenn du genau zuhörst. Es gibt ja hier gewisse Thesen, wenn du jetzt in dein Internet gehst und du magst einfach mal, ist die Welt eine Matrix? Auch wissenschaftliche Abhandlungen, wo hier diskutiert wird, ob es möglich ist. Und je nachdem, welche dieser hunderten oder tausenden Internetseiten, die du zu dem Thema aufmachen kannst, wirst du Befürworter und Gegner finden. Wir sind wieder bei unseren zwei Seiten. Und es sieht dann noch so aus, dass mal rein wissenschaftlicher Stand jetzt von offizieller Wissenschaft, und jetzt haben wir bei unseren offiziell ja schon wieder diese zwei Seiten. Officio heißt zuerst einmal hinderlich sein und im Weg stehen auf Lateinisch. Das heißt, das Offizielle kannst du jetzt als richtig ansehen, zum Beispiel die offiziellen Verbreitungen deiner Politik über die Massenmedien. Was ist richtig, was ist verkehrt? Und du hast immer eine Gegenseite und du wirst mit einer Seite sympathisieren. Und das Schöne bei Holofeeling ist, darum geht es nicht. Das ist das Verrückte, dass Holofeeling sich die Frage gar nicht stellt, was stimmt oder was stimmt nicht. Das ist das erste große Problem deiner angeblichen Elite, die du dir ausdenkst. Und allen voran natürlich dein eigenes Problem, weil es kann ja nicht beides stimmen. Irgendwie ganz tief in dir, in deinem Schwamminhalt, ist noch dieser Aristoteles installiert mit diesen Gesetzen. Wenn sich zum selben Thema zwei Stück widersprechen, kann nur einer davon recht haben. Und ich wische das vom Tisch mit einer ganz einfachen Frage. Ist eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist eine Welle ein Berg oder ein Tal? Ist ein Mensch eigentlich ein Mann oder eine Frau? Du entheiligst den Menschen, wenn du sagst, der Mensch ist ein Mann oder der Mensch ist eine Frau. Weil jetzt sprichst du von Personen. Ein Mensch ist eine Lebensgeschichte, vom Säugling bis zum Greis. Und er kann in sich selber, je nachdem, welches Programm er laufen hat, Computermetapher denken, sich selbst als Mann erleben, als Trockennasen-Mensch,
Männchen oder als Trockennasen auf dem Weibchen erleben, in seiner Rolle, die er spielt. Aber der, der das erlebt, ist kein Mann und keine Frau, sondern ein Geist. Das ist ja wie, wenn ich frage, ist jetzt Geist männlich oder weiblich? Weder noch. Er ist nichts. Um männlich oder weiblich zu sein, müsstest du dir ja schon wieder was ausdenken. Das ist das, was ich mit den Adam erzähle. Adam ist männlich und weiblich in der klassischen Übersetzung, aber es heißt eigentlich nur Denker und Ausgedachtes. Sehr, sehr vereinfacht. Aber dieser träumende Geist besteht eben aus diesen zwei Hälften. Und ich sage, der eigentliche Adam, dieser El Hayom, schafft den Adam ja Bezelem in seinem Schatten. Das sind die Projektionen, die Figuren und alles andere, was du dir ausdenkst. Damit lasse ich es jetzt aber gut sein, was ich hier ganz, ganz vorne sage, weil das erkläre ich ja lang und breit in tausenden von Variationen. Das ist auch nicht diskutierbar. Das ist das Erste, was ich jetzt vorne wegschieben will. Das ist diese einfachen Sätze, die ich wiederhole. Du solltest dich irgendwann einmal fragen, warum du das nicht wahrhaben willst. Warum wehrst du dich ganz massiv dagegen, das zu akzeptieren, was jetzt ist? Von wegen liebe deine Feinde. Also wenn du meinst, du bist jetzt Christ oder Moslem, ich betone immer wieder, auch für die Moslems gelten diese Gebote, dann solltest du wirklich dir mal Gedanken machen, wenn du meinst, du gehörst zu den Guten und du bekämpfst das Schlechte, was du an dem Satz Liebe deine Feinde nicht verstanden hast. Übrigens auch nochmal erwähnt, dieses Liebe deine Nächsten wie dich selbst, dieser Nächste und der Feind, wird im Hebräischen Reinheitszeichen absolut gleichgeschrieben. 270. Das ist schlichtweg und einfach in unserer einfachen Holofeeling-Sprache ein berechneter Augenblick, blau gelesen. Liebe jeden Gedanken, der in dir auftaucht. Ich reduziere das jetzt, das Meer liebt all seine Gedankenwellen, egal welche Wellen da oben auftauchen. Würde aber nicht sagen, der Gedanke, die Welle bin ich und die andere Welle bin ich nicht. Das ist eine ganz grobe Metapher. Und was es hier geht, ist, dass in dem Augenblick, wo du komplett aufgehört hast, dir den Kopf zu zerbrechen, was richtig und verkehrt ist. Das ist die Grundvoraussetzung, dass du die Mitte wirst, die du nie erreichen kannst, weil du dort schon bist. Das heißt, wenn jetzt wieder irgendeiner meint, Holofeeling bringt dich irgendwie ins Himmelreich oder irgendwo hin, wo du dir was ausdenkst, vergiss es. Ich erkläre dir, was du bist und das bist du schon. Du hast es bloß vergessen, weil du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Du brichst das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Heißt definitiv, mach dir kein Bild von dir selbst. Das klingt so einfach, das ist so einfach. Von wegen, so einfach kann man es sich ja nicht machen. Es ist das, was ist. Wenn ich das immer wieder wiederhole, dein Körper existiert nicht, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Es ist dann eine nicht existierende Information. Und da du nur existierende Informationen wahrnehmen kannst, existiert dein Körper eben auch nur dann, wenn du an deinen Körper denkst. Und das gilt jetzt für jede einzelne Information, die in dir in Erscheinung tritt. Die taucht hier und jetzt in dir auf. Und ich betone nochmal, du erlebst nur deine ureigensten Informationen. Ein träumender Geist erlebt nur seinen eigenen Traum. Und andere Informationen von dir, die mir jetzt einfach mal andere Menschen nennen, die du dir jetzt denkst, die können sich nicht raussuchen, dass du jetzt an diesen oder jenen Menschen denkst. Es ist ein Dasein müssen. Und solange ich das jetzt rein auf die Welt deiner Gedanken, ich sage auf das Feinstoffliche, beziehe, gibt es da gar nichts zu diskutieren und du wirst irgendwann mal akzeptieren müssen, das gilt auch für all deine sinnlich wahrgenommenen Informationen, die werden von dir nämlich genauso erschaffen. Du bist ein träumender Geist, ein Geist, der träumt und nicht weiß, dass er träumt, erlebt auch sinnlich wahrgenommene Informationen in seinem Traum, bis er dann angeblich wach wird und erkennt, hey, das war ja nur in meinem Kopf, ich habe das ja bloß geträumt. Und in dem Moment ist ein eigenartiges Gefühl, dass das ja nie real war vorher. Das vorher. Vorher war sowieso nichts, weil es ist ein ständiger Wechsel im Hier und Jetzt. Und das Schöne ist bei Holofeeling, nochmal, es geht nicht darum, was richtig oder verkehrt ist, sondern es dreht sich zuerst einmal, was ist jetzt eigentlich da? Und das ist ein leichtes, das auf der Stelle zu überprüfen, da brauchst du keinen Intellekt, schau einfach, was ist jetzt da? Und zwar ganz genau dir das bewusst machen. Dann wirst du nämlich sehr schnell erkennen, dass
99,9999 Pünktchen, Pünktchen, Prozent. Ich sage mir, du kannst jetzt eine Woche lang 9999 weiterreden, dass du weißt, wie genau das Ganze ist, dass du in der Regel deiner Logik sowas verblind bist und dumm bist und taub bist, dass dir gar nicht bewusst ist, was jetzt eigentlich da ist, und dir ist gar nicht bewusst, dass du aus einem minimalen Reizauslöser in deinem Kopf ein Chaos aufbläst bis zum Es geht nicht mehr, und du meinst, dass mit dem Zeug, das du aufgrund von Reizauslösern zwanghaft mit deinem Intellekt interpretierend in dir als Vorstellung aufbaust, aber nur in deinem Kopf. Lies einfach nur einen Zeitungsbericht. Lies ein wissenschaftliches Buch, ein Chemiebuch. Das Einzige, was da ist, ist irgendeine Information sinnlich wahrgenommen, entweder auf ein Wort, auf ein Monitor oder Geräusche aus einem Lautsprecher. Jetzt, wenn ich immer sage, du siehst jetzt keine Menschen vor dir. Schau einfach, cut, schau einfach, was da ist. Das ist das Symbol mit cut. Schonungslos dir bewusst machen, was jetzt da ist. Dann schaust du auf ein Monitor, das sind flackernde Lämpchen. Und es geht dann noch wesentlich weiter. Das sind also keine Menschen. Menschen kannst du sowieso nicht sehen, weil Menschen Lebensgeschichten sind. Wenn, dann siehst du einfach nur Personen, Masken, Affen, Säugetiere. Das sind aber mit Sicherheit keine Säugetiere. Und dann geht es noch viel schöner, dass das hier, wenn ich immer sage, das ist kein Finger. Das ist kein Finger, und es bewegt sich auch hier nichts, auch nur eine Mille von rechts nach links. Es sind vollkommen statische Lämpchen. Das ist einmal die erste große Erkenntnis. Und in dem Moment, wo ich mich nur noch darauf konzentriere, was jetzt da ist, und komplett meine Interpretation in den Hintergrund sekundär mache, mir zwar bewusst machen, wie ich die Bilder interpretiere, das muss ich mir auch bewusst machen. Aber zuerst einmal schau, was jetzt da ist. Passiert was Eigenartiges, du befindest dich plötzlich in einer Daseinsform, wo es kein Richtig und kein Verkehr und kein Gut und Böse mehr gibt. Auch kein Schön und kein Hässlich. Es gibt plötzlich nur noch das, was jetzt da ist. Es gibt den totalen Frieden, wenn du den Punkt erreicht hast. Vom Moment zu Moment schaust du einfach, was jetzt da ist. Du schaust auch die Wertungen an, die in dir auftauchen. Die Wertungen, deine eigenen zwanghaften Wertungen, deine meine ich jetzt aufgrund deines Intellekts und zwangsläufig, je nachdem, die Wertungen von Menschen, die du dir ausdenkst. Wobei dir klar sein muss, jeden Menschen, den du dir ausdenkst, und ich bleibe jetzt nur im Bereich des Denkens. Du liest der Zeitung, du schaust Nachrichten an, egal was. Das sind Reizauslöser da, und du wirst darauf reagieren, und jetzt schau verdammt nochmal in dich rein und sei mal ehrlich, sei einmal in deinem Leben selbst ehrlich. Aufgrund von Worten in einer Zeitung denkst du dir Trockennasenaffen aus, die nimm jetzt mal Politiker oder Ausländer oder was auch immer. Du bist felsenfest davon überzeugt, dass die Menschen, Menschen meine ich jetzt ganz normal Personen, Medien, dass die unabhängig von dir da außen genauso sind, wie du dir die jetzt ausdenkst. Und ich sage, pass auf, Reizauslöser sind einfach nur Worte, entweder gelesene, optisch gesehene Worte oder Geräusche. Und in dir ist der tiefe Glaube, dass die Menschen, die du aufgrund dieser Worte, und ich betone nochmal, im Anfang war das Wort, ich erweitere das, im Anfang war das Programm, ist das Programm. Das ist dein Intellekt. Dass du diese Lebewesen, Menschen, nenn es wie du es willst, die du dir jetzt aufgrund dieser Worte in deinem Kopf ausdenkst, vorstellst, dass die unabhängig von dir da außen existieren und du überhaupt nichts damit zu tun hast, wie die sind. Und ich sage dir, die werden genauso sein, wie du sie dir denkst. Das gilt für jeden, den du dir denkst. Für vergangene, angeblich vergangene Menschen, die du dir jetzt denkst, die angeblich schon da waren, bevor du sie dir ausgedacht hast, und noch zukünftige Menschen, die noch kommen werden, wenn es dich nicht mehr gibt. Wertfrei sehen, Physiognomie erkennen von Informationen ist ein Bereich, das benötigt Geist. Und du wirst in deiner Führerscheinprüfungsbogenwelt zurzeit mit einer absoluten Geistlosigkeit der Elite konfrontiert weltweit.
Es sind nicht nur die Politiker, es sind auch die ganzen Professoren an deinen Universitäten, die in ihrer Geldgeilheit dieses Spiel mitspielen, die ganzen Philosophen, weil sich keiner hinstellt und den Mund aufmacht, was übrigens gar nicht der Sinn ist. Wem willst du was erklären in einem Traum? Ich hole es jetzt wieder zurück in das Jetzt. Wen willst du als träumender Geist erklären, was die Wirklichkeit ist? Irgendwelchen Figuren in einem Traum? Irgendwelchen Gedanken, die du dir jetzt denkst, die du Menschen nennst? Ist dir noch nie aufgefallen, dass ich in jedem Selbstgespräch sage, ich erkläre es jetzt den Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt, der sich zum Beispiel einen Udo Petscher ausdenkt? Dieser Udo Petscher wird genauso sein, wie du ihn dir ausdenkst. Der hat überhaupt keinen Einfluss drauf. Und jetzt sage ich dir nochmal, wer ich bin. Ich bin nicht dieser Gedanke Udo Petscher, sondern ich bin der, der dich das jetzt denken lässt. Ich bin UP. Und ich bin nicht irgendjemand, der irgendwelche Affen wieder heimholt in das Himmelreich. Da, wo ich dich hinhol, bist du schon und das hast du auch noch nie verlassen. Es ist wie wenn einer so in einen Roman versunken ist und vergessen hat, wer er ist. Der ist in einer komplett eigenen Welt. Das ist ein Kopfkino in einem gewissen Maß. Und ich bin jetzt in dir als Brüssel-Uder aufgedacht, um dir zu sagen, jetzt wird es langsam Zeit, wach zu werden, bevor ich die Welt in deinem Traum anzünde. Und es ist nicht gut gegangen, wenn du den Weltuntergang nicht erlebst. Dann ist es nicht gut gegangen, wenn du meinst, es ist ja Schwätze, es ist ja nichts passiert. Das sind wieder die zwei Seiten. Du meinst, dann ist es gut gelaufen. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist nicht gut gelaufen, wenn du nach einer Operation in einem Krankenhaus wieder aufwachst und dich wieder als Trockennasenaffe erlebst. Gut gegangen ist es, wenn du wach wirst. Und dann ist aber alles ganz anders. Absolut ganz anders. Und diesen höheren Bewusstseinspunkt wirst du nicht erreichen, wenn du irgendwann nochmal absolut selbstehrlich bist. Und das genau wird dir in allen heiligen Schriften deiner Welt erklärt, allen voran auch in den Physikbüchern, in den Chemiebüchern und natürlich in den heiligen Schriften. Ich sage immer wieder, da mache ich keinen Unterschied. Das Problem ist nicht, was da ist, jeder Moment, der auftaucht. Das sind solche Sachen, ich predige keine Feindbilder. Ich habe dir gerade gesagt, die Frage stellt sich überhaupt nicht, ob was richtig oder verkehrt oder gut oder böse ist. Du hast es, das zum Beispiel nicht verstanden. Du hast nicht verstanden, wenn ich immer und immer wieder wiederhole, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist es an einem Tag eigentlich hell oder dunkel? Diese Einseitigkeit, Gesundheit, Krankheit, ihr wisst nichts von der Heiligkeit, da kommen wir jetzt gleich hin. So, das war jetzt wieder mein Vorwort. Das war jetzt etwas länger, weil das ist, man braucht gar nicht weitermachen, weil man das nicht akzeptiert. Und zwar gehe ich jetzt ein bisschen in der Bibeldeutsch rein. Und zwar springe ich jetzt, da übertrage ich gleich den Bildschirm. So, Kleinigkeit, da gibt es ein neues Video. Das klingt schon mal so schön, wenn ich sage neu. Es gibt ein neues Video von unserem Dieter, Weinrebfan, Minuske. Das haben wir reingestellt. Dieses Video, das ist hier: Abraham wird alt, Bedeutung des Alters und des Hinderers des Satan. Es sind wunderschöne Videos, wo er macht. Und wenn ich jetzt sage, es ist ein absoluter Weinreb-Fan und Weinreb ist richtig inspirierend gut in Bezug auf das Alte Testament und die Kabbala. Diese Sprachspiele. Man meint dann immer, das hat irgendwas mit Holofilling oder Holofilling ist er, wenn abgeschrieben vom Weinreb, weil man wieder unbewusst chronologisch denkt. Ich sage, vergiss es nochmal. Das ist eine sehr enge Auslegung rein, was jetzt eine kabbalistische Auslegung der hebräischen Bibel mit den hebräischen Schriftzeichen und den Zahlen werden. Ich erzähle dir was. Ganz tolle, wundervolle Beispiele dabei sind, aber wie alles andere auch extrem fehlerhaft und die wesentlichen Sachen werden überhaupt nicht angesprochen. Das ist nämlich, wenn ich jetzt sage, die Welt ist eine Matrix, das ist ein Computerprogramm. Ist es eine Matrix oder ist es keine Matrix? Es gibt ein Dogma, das keiner in Frage stellt und da weise ich dich jetzt ganz massiv darauf hin. Und das ist die dümmste Dummheit, die es überhaupt gibt. Das ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Das heißt, egal wen du jetzt in dir aktivierst aufgrund von Internetseiten oder sonst was, was das Dogma aller Dogmen ist, das ist der tiefe Glaube, dass unabhängig von dir da außen ein Universum, eine dreidimensionale Welt ist,
die schon da war, bevor es dich gegeben hat. Und das ist etwas, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist das große Problem, das vorgelegte Problem, das hundertprozentig sicher von Moment zu Moment für dich immer nur das, was existiert, was jetzt da ist. Und das, was jetzt da ist, ist weder schön noch hässlich noch gut noch böse. Das sind Wertungen, die in dem Moment existieren, wo du wärst. Die Kunst ist es, dass du einfach das da mal cut machst, was ist jetzt eigentlich da? Und das, was jetzt da ist, es ist. Punkt. Und dann wirst du feststellen, du reagierst. Und mit dieser Reaktion ändert sich deine Information von Moment zu Moment. Das heißt, das treibende Parameter für die ständige Veränderung in deine Informationen sind deine eigenen Reaktionen. Mein Klingelingeling-Beispiel. Das gilt natürlich auch für jeden optischen Reizauslöser. Ich arbeite mit Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich will jetzt dieses Video übrigens nicht ganz durchgehen. Ich empfehle, dass man sich das dann ganz anschaut in Ruhe. Das sind übrigens bei ihm auf der Internetseite auch wunderschöne andere im Weinriebstil Internetseiten drin. Was mir jetzt geht, ist, dass das immer noch zwar stimmt, aber sehr, sehr fehlerhaft ist. Was aber jetzt keine Kritik ist, keine Bewertung ist, sondern es ist einfach eine Feststellung, dass es so ist. Aber das gilt auch für alles, was ich mit Holofeeling mache, wenn ich immer wieder darauf hinweise, bevor du nicht aus einem Wort im Hintergrund ein 400-Seiten-Buch machen kannst. Wenn du jetzt den Udo fragst, weißt du, was das Wort bedeutet, dann sage ich ja. Erklär es mir, dann soll ich erst 4 Wochen Zeit. Und das setzt noch voraus, dass du die Grundlagen hast, weil sonst brauchen wir 2 Jahre. Für ein Wort. Und was jetzt Angst macht, ist durch das Ja total einfach. Das ist wie wenn immer wieder meine einfachen, kindgerechten Beispiele, kannst du Deutsch sprechen, lesen und schreiben? Und du sagst ja. Und jetzt sagt das kleine Dolkenkind, erklär es mir, ich kann es nicht. Du hast 5 Minuten Zeit. Plus zum Beispiel das Lesen und Schreiben beibringen. Du hast so unendlich viel Zeit, weil du ein ewiger Geist bist. Also ich will dir nur ganz kurz, dass du merkst, worauf ich hinaus will. Das ist jetzt hier so ein Bibelvers, 1. Mose 24,1. Das ist das Original und das ist die klassische Übersetzung. Und da macht er hier, den wir uns jetzt aufgrund dieses Pixelmännchens ausdenken, der nennt sich Dieter, ein ganz toller Weinrebkenner und macht wirklich wunderschöne Vorträge. Keine Kritik in keinster Weise, sondern ich will dir nur zeigen, was in einer Form hier weggelassen wird, weil man eben immer auf den Gleisen des anerzogenen Wissens arbeitet, im Denken und im Interpretieren. Und du lässt dabei einen ganz, ganz elementaren Punkt in deinem Leben außer Acht. Das ist das Wort Freiheit. Du hättest die Freiheit, alles auch anders zu denken, wie deine Logik dir das vorschreibt. Ein logischer Mensch, ich sage logisch, ist eine programmierte Maschine. Es ist kein Freigeist. Ein Genie sieht all das, was jeder normale, sprich normierte, programmierte Mensch sieht. Er kann das auch alles nachvollziehen. Er kann aber dieselben Sachen auch anders sehen. Er nimmt sich nämlich die Freiheit, auch andere Perspektiven zu betrachten und die nicht als besser oder schlechter Richtung und Verkehr, die Kehrseite, sondern als zusammengehörig zu definieren. Ist jetzt der Henkel an der Tasse rechts oder links? Ich kann das auch so sehen und ich kann das auch so sehen. Ich muss nur das Ding, das ich beobachte, rein in Gedanken drehen. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass hell und dunkel sich austauschen, gesund und krank sich austauschen, gut und böse sich austauschen. Was ist jetzt besser, Sonnenschein oder Regen, Krieg oder Frieden? Die Fragen stellen sich überhaupt nicht mehr, wenn du schaust, was jetzt da ist. Es ist immer wieder dieselben Sätze. Dir ist nicht bewusst, solltest du dich länger mit Holofeeling beschäftigen, dass du das immer und immer wieder vergisst. Und ich rede jetzt mit einem Geist. Dieser eine Geist, der mich interessiert, ist der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Sehr gewissenhaft und aufmerksam. Und alle Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die dieses Video vielleicht sich auch anhören, sind Gedanken von dir. Die können sich das nicht raussuchen, dass du jetzt bestimmst, dass da noch andere Menschen sind, die sich das Video auch anhören. Ich sage, nein, es gibt keinen anderen Geist. Es gibt keine anderen Geister, auch wenn ich von Geistesfunken rede. Das erkläre ich sofort mit der Sache, der vom Bücherregal steht. Und das ist der Einzige, der die ganzen Bücher, die ganzen Leben in diesem Bücherregal durchlebt.
Der geht, sobald er ein Buch liest, in die Vergessenheit, weil er nicht mehr weiß, wer er ist. Das nenne ich dann Geistesfunk. Es ist aber immer derselbe Geist. Es sind ganz einfache Erklärungen und darüber diskutiere ich nicht mit irgendeinem selbstvergessenen Geistesfunk, der jetzt meint, er wäre irgendein besonderer Geist. Das kann man eigentlich besonders, ich sage, solange du was Besonderes sein willst, hast du vergessen, was es heißt, alles zu sein. Bis auf die Ausnahme, die die Regel bestätigt, das ist die Besonderheit zu wissen, dass man eben nichts Besonderes ist, sondern nichts ist. Ein nicht denkbares Nichts, das ist Geist, das ist Gott. Und alles, was zu existieren beginnt, sind Facetten aus diesem Nichts. Man kann das auch das Universum nennen. Das Uni, das rote Eins, das in Eins gekehrte. Das ist die Welt der Gedankenwelt. So, und jetzt schauen wir hier ganz einfach, das ist jetzt dieser Abraham. Du wirst dann schon feststellen, dass er diese Worte, das sind ja eigentlich nur Konsonanten. Ich mache jetzt kein Hebräisch. Die Aussprache, die er benutzt, ist angelehnt an das klassische Weinreb-Ivri. Man muss natürlich auch wissen, dass es da ganz, ganz andere Ausspracheregeln noch gibt, die dann auch den Sinn der Worte verändern. Und dann gibt es wieder die Regeln, die man kennt in der Welt, wenn man sich jetzt extrem mit hebräischer Sprache auseinandersetzt. Und ich sage jetzt, und wo es Regeln gibt, gibt es auch noch Regeln, die die noch nicht kennen. Die erkläre ich dir mit Holophily. Also, wenn ich jetzt als Brüssel Udo, als Lautsprecher hier irgendwelche Worte oft auf, ich spreche die oft ganz anders aus, dass der klassische Hebräer nicht einmal wüsste, was ich meine, wenn er mir genau zuhört. Das ist jetzt dieser Abraham. Und da ist hier schon die Vielfalt der Zeichen, das passiert, klassische Übersetzung und Abraham ist alt und er kommt in die Tage. Absolut korrekt, im klassischen Ivri übersetzt. Ich fordere jetzt ein bisschen rein und dann werden dann natürlich da Zahlenwerte draus gemacht. Das ist halt dieses Spiel, das sehr, sehr wichtig ist und extrem vielfältig ist für das Matrix-Programm, weil ich erzähle dir jetzt etwas, das sind Zahlen. 612205. Und je nachdem, der da hinten, kann er 40 sein oder 600 sein, als Endzeichen gelesen. Darum geht es mir jetzt überhaupt nicht. Das ist diese hebräische Tora, beziehungsweise der Tenach ist ein Matrix-Programm. Was ich dir jetzt hier zeigen will, das sind so Kleinigkeiten. Ich springe da gleich einmal rüber. Seid ihr noch dran? Ja. Ja. Gut. Das ist jetzt ein kleines bisschen, das ist diese Endstelle, das kommt dann in dem Video vor, weil ich will. Das kannst du selber anhören. Das heißt jetzt zum Beispiel, kommt in die Tage. Das ist das da mal, dieses Paar heißt kommen, wenn ich das spiegel, heißt es entweder, also die zwei von rechts nach links, von links nach rechts gelesen, heißt es entweder Vater oder es heißt aufblühen, ab oder auf ausgesprochen. Und da ist es schon interessant, dass ich hier dieses Co, jetzt gehen wir ins Lateinische, weil Holophiling verknüpft alle Sprachen zu einer arithmetischen Einheit. Das heißt, ein zusammengeschmissenes Plus M minus M, das in Erscheinung tritt als Gedankenwelle. Und ich habe jetzt das Com als lateinische Vorsilbe. Das heißt, das Zusammengeschmissene von all den Toten, die du dir ausdenkst. MT sind gestaltgewordene Erscheinungen. Das ist das hebräische Wort für Tod. Und die Met-Im, die Toten des Meeres, da hinten dieses Yom, ist das Im. Ist das Meer, sind die Leute. Das erwähne ich immer wieder. Da gibt es keine Zufälle. Das ist dieses MT. Die Kriegsleute, die Leichen, die lebenden Leichen, die Toten, sind eigentlich hier. Und das ist das Feine an Holofeeling. Ich kann immer das Rot und Blau machen. Das ist das geistige Meer, El Hayom, Gott das Meer. Ist der immer absolut Daseinende, ohne irgendeine Veränderung. Ich nenne das auch 200 Gramm rote Gnede oder die Energie in der Einstein-Formel. Blau gelesen ist eine Gestaltgewertung, gestaltgewordenes Wasser sind Gedankenwellen. Das sind die Unterschiede an der Oberfläche, plus minus hell, dunkel, gesund, krank, die in Erscheinung treten. Und diese Medim, das ist übrigens der volle Wert, ist dann hier die immer seiende 86. 86 ist UB. El Hayom, Gott das Meer. Und wenn ich jetzt dort dieses Im das Meer dahinter setze, ich mache immer ein bisschen für Einsteiger. Dann ist es das hebräische Mensch für Menschen oder Leute. Das heißt eigentlich die Toten des Meeres. Lass die Toten ihre Toten begraben. Punkt. Ich sage definitiv, du kümmerst dich viel zu sehr um die Figuren in deinem Traum. Du solltest dir irgendwann nochmal bewusst machen, wer das ist, der sich die ausdenkt. Wer denkt sich jetzt an, was denkst du bei dem Wort Menschheit?
An 8 Milliarden Trockennasen Affen, die sich auf einer Erdkugel befinden, die sich um die Sonne herumdrehen. Kannst du das beschwören? Hast du sie gezählt? Hast du die Erdkugel schon mal gesehen? Ich meine nicht auf einem Foto, auf einem Monitor, auf einem fetzen Papier. Das ist Farbe. Cut! Da beginnt Holofeeling. Wir reden von Sachen, die auch empirisch hundertprozentig sicher überprüfbar sind. Wenn ich sage Cut, dann schaust du, was jetzt da ist. Und dann trennst du das in zwei Hälften. Einmal, was ist jetzt sinnlich wahrgenommen da, optisch heißt es, was ist jetzt auf deiner VR-Brille. Wir sind in einem Videospiel. Dann hast du in einer gewissen Entfernung vor dir einen Monitor, wo jetzt Schriftzeichen drauf sind. Oder ich lasse einen Film laufen, dann sind es trotzdem das flackernde Lämpchen. Ich kann natürlich auch diese das Enosch nennen, der klassische Mensch, gefährlich, heillos, unheilbar, tödlich, unheilbar, krank. Das ist das sterbliche Säugetier. Das ist das hebräische Wort für Mensch. Nicht zu verwechseln mit dem Adam. Das ist ein träumender Geist. Das ist ein Gotteskind. Und da können wir jetzt eine Ortendung, aufgespannte Erscheinung hinranhängen. Und das ist jetzt auch die Menschheit. Die ist so unheilbar, weil Figuren. Und da mache ich jetzt schon wieder eine Einseitigkeit. Wenn ich sage, die Menschheit, die du dir ausdenkst, ist unheilbar. Solange du dir die ausdenkst. Milliarden von einzelnen Affen sind ja jetzt nur Worte da, oder? Interessant ist, welche Vorstellungen machst du aus diesen Worten? Das ist, wenn ich immer wieder betone, in dem Moment, wo du irgendetwas liest, hast du eine extrem subjektive Auslegung von Worten. Du baust eine Vorstellung in dir auf, bei dem Wort Menschheit zum Beispiel, ein Erdkugel oder heliozentrisches Weltbild. Und zwar diese Vorstellung, mit der du programmiert bist, dass du aus denselben Worten auch komplett was anderes machen kannst mit einem anderen Interpretationsprogramm, mit einem anderen Auslegungsprogramm. Da beginnt ein vollkommen neues Weltbild. Und wenn ich jetzt sage, das ist unhaltbar, diese Menschheit, dann ist es eine einseitige Aussage, weil unhaltbar und haltbar ist jetzt eine Welle, ein Berg oder Tal. Die Frage wieder, kann man die jetzt heil machen oder kann man sie nicht heil machen? Die kann man ganz einfach heil machen. Wenn ich weiß, was heil ist, das ist der Punkt. Du denkst dir einfach nicht mehr. Was passiert mit einer Welle, wenn du sie nicht mehr denkst? Dann machst du sie heil. Quatsch! Das gilt für alles, auch wenn du jetzt an deinen Körper denkst und hast irgendwelche Bewegchen. Ich garantiere dir, in dem Moment, wo du das nicht mehr denkst, ist es weg. Das ist der Heilungsprozess. Es geht wirklich so einfach. Wenn da nicht ein Teufelchen in dir drin wäre, das ist dein eigenes Ego. Jetzt kommt nämlich ein Riesenzirkelschluss, dass in dem Moment, wo du etwas nicht haben willst, denkst du an das, was du nicht haben willst, immer und immer wieder. Und dadurch existiert es. Das, was du hast, hast du. Das heißt, es ist hartnäckig ohne Ende. Umso mehr du was bekämpfst, umso mehr denkst du an das, was du bekämpfst, weil du es loshaben willst. Das ist die Schizophrenie. Da muss man aber zuerst einmal drauf kommen, dass man das versteht, um was es geht. So, also, du merkst, es waren jetzt nur Kleinigkeiten. Ich war nur bei den MD etwas, diese zwei Buchstaben, nur etwas genauer. Das ist übrigens 40.400 in Zahlen. Ich kann auch 40.9 lesen. Müsste man sich auskennen. Man müsste bloß einmal diese 22 Zeichen auswendig lernen. Ich habe da noch ein paar so Kleinigkeiten gemacht zur Inspiration. Das ist ja ein B, das ist der zweite Buchstabe. Da habe ich jetzt hier auf den blauen Strich da und so einen Rest draufgestellt. Das ist nämlich wie die 200, wenn ich den unten wegmache. Und dieses Aleph habe ich jetzt ganz eigenartig, habe ich da oben ein rotes J, da unten so einen blauen Tropfen und das Violette, Rot, Blau, Violett kommen noch dazu. Gehe ich sehr genau im Farbenspiel drauf ein. Dieses klassische in den Tagen, es ist jetzt, wenn man das Video anschaut, erklärt auch, man kann das auch in den Meeren übersetzen. Dieses Imi ist eigentlich zuerst einmal die Tage, aber da geht auch noch was anderes. Ich kann das Bi nämlich als in mir übersetzen, in mir, und Mim, Memim, ist ja schlichtweg und einfach nur Wasser. Und dieses Wasser habe ich jetzt absichtlich violett geschrieben, weil violett ist ja die Mischung zwischen Rot und Blau im Farbenspiel. Rein physikalisch gesehen, und da habe ich jetzt, was ist SR? Was ist eine raumzeitliche Berechnung?
Das ist das ausgedachte Wasser, wo immer plus minus, aber jetzt hast du mal gleichzeitig da ist. Du siehst immer nur eine Seite. Du siehst entweder hell oder du siehst dunkel. Und du meinst, es kommt dann nacheinander. Du bist entweder gesund, du fühlst dich gesund oder krank. Du atmest ein oder du atmest aus. Bis du begreifst, dass es keine chronologische Zeit gibt in der Transversalen. Da kommen wir übrigens dann auch noch dazu. Und jetzt habe ich hier einen Pfeil gemacht und dann schauen wir uns das nächste Bild an. Und jetzt wirst du feststellen, diesen Pfeil, den habe ich unter dieses BM. Das heißt, in mir ist dieses Endmem, wenn ich das einzeln schreibe. Und du wirst jetzt feststellen, das hast du auch im Meer, dieses Im. Und das ist das hebräische Wort für inszenieren und Regie führen. Das ist erst einmal das Meer in, das ist diese Vorsilbe, dieses B im Meer. Und da muss doch irgendeine Immer sein, der hier die Regie führt für das Ganze, was er träumt. Interessant, dieses Impiel inszenieren und Regie führen, wenn ich da ein He hin dran setze, das ist ja für uns die Wahrnehmung. Das He hin ist immer eine Wahrnehmung, wenn ich das einsehe in unseren HWH, habe ich jetzt da nur ein einziges H. Das ist das, was ich sehe. Das nenne ich immer diapositiv, diapositiv. Die Projektion, was du siehst, braucht immer nochmal ein Gegenstück, das das projiziert, wo es sich befindet. Und dann heißt es, im Meer ist eine Wahrnehmung, das ist diese einseitige Wahrnehmung, das ist die Bühne und das Podium, was in dir in Erscheinung tritt, natürlich mit allem, was drauf ist. Und jetzt habe ich hier noch einen, der äußere Wert ist 52, das können wir zuerst einmal PEN machen, was normal als Sohn übersetzt wird, aber BN heißt schlichtweg und einfach eine polare Existenz oder Inexistenz sein. Und der verborgene Wert, ich erkläre jetzt nicht, wie das zusammenhängt, ist hier 4, 5, 4. Ich sage immer hüben 4, drüben 4 oder 3 und in der Mitte ist die Quintessenz die 5. Und du wirst gleich merken, die schiebe ich jetzt vorne hin als die rote Quintessenz, aus der hier zwei Öffnungen DD, ein geöffneter Wellenberg und ein geöffnetes Wellental entspringt. Du Oder wirst gleich meine. merken, wo ich da hin will. Das kannst du dir ja durchlesen in den Update, hier suchen. Und jetzt haben wir hier ganz interessant einen Pyramidenwert, und zwar den Pyramidenwert 1800. Die 18 ist ja das Ich. Und die zwei Nullen mache ich immer als Unendlichkeitszeichen. Das ist das hebräische Wort für Schweigen, Stilllegen, Stillsein. Findest du übrigens auch in dem Wort Adam, in dem Wort Rot. Adam ist ja rot, je nachdem, wie man das setzt. Und da ist auch im Hintergrund der Stille der Schweigsame. Ich will es nur angesprochen haben. Und der hat jetzt den Totalwert 800. Das sind jetzt 2 Pi. Wieso 2 Pi? Weil diese 800 ist 400 und 400 und in dem Wort Gott mache ich ja aus den 2 TT, aus den 200 immer so ein griechisches Pi-Zeichen. Da kann ich mir jetzt mit etwas Fantasie zwei Striche mit einem Strich drüber, These, Antithese, Synthese, Strich, gibt dann die 800. Und wir haben im Einheitskreis haben wir 2 Pi, wenn wir in die Arithmetikbücher oder Geometriebücher reingehen. Nochmal, Holofeeling verknüpft sämtliche Art von Lernen. Religiöse Lernen, Sprachen, divinatorische Systeme, arithmetisch mit hundertprozentig sicherer arithmetischen Präzision zu einer Einheit. Weil das ein Matrixprogramm ist. Das du dann auch in einer Form von aufgeworfenen Informationen von Bildern empirisch überprüfen kannst. Das bietet dir kein allereinziger Fehler, extrem fehlerhafter Glaube deiner Religion, wo nur um Standpunkte und Einseitigkeiten gestrichen wird. Und die große Masse, wenn eine nach einer Weltformel suchen und meinen, das, was die als Weltformel ansehen, findest du in Physikbüchern, vergiss es. Schau einfach, wie doppelt aufgespanntes ELG hast, polarer Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst. Das ist dort drinnen. Und das ist die Form von L, von Gott, die Form von Gott. Ich kann auch eine Form, die ich aufschmeiße, ein Joch, dann kriegst du deine Gedankenwelle, wenn du das statt 70, 30, 1, 30 austauscht. Und die Form wiederum ist FOR, ist pur, in Zahlen gelesen, mit einem M hin dran, das heißt schlichtweg ihr Los, ihr Schicksal, das du selber losmachst. Das ist die Weltformel. Die Weltformel ganz einfach einmal übersetzt, dass auf einem Satz sofort in der Vordersprache, sofort klar, im Klartext lesbar. Das ist das Wunder. Und dieses Wunder wird niemals irgendein Affe, den du dir ausdenkst, verstehen können. Ich drücke es mal einfacher aus.
Das, was ich dir, Geist, jetzt erzähle, wird niemals irgendeine existierende Erscheinung in deinem Traum verstehen. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst, an den Idioten, an den einfachen Affen, der jetzt vor dem Computer sitzt und du dir vielleicht immer noch einredest, dass dieses Gehirn, das jetzt entsteht, weil ich das Wort Gehirn ausgesprochen habe, oder dass diese Augen, die jetzt entstehen an diesem Körper, weil ich das Wort Augen ausgesprochen habe, die Augen sehen nichts, die haben jetzt die ganze Zeit gar nicht existiert. Ist dir klar, dass du ein Leben lang hundertprozentig sicher in dem Wahn gelebt hast, dass die Augen auch dann da sind, wenn du sie nicht denkst, dass die Ohren auch dann da sind, wenn du sie nicht denkst, weil wenn die ja nicht da wäre, würde ich ja nichts sehen und nichts hören, dass diese von dir ausgedachten Augen und die Ohren oder ein ausgedachtes Gehirn überhaupt nichts damit zu tun hat, was du siehst oder was du hörst, wenn du träumst. Das sind schonungslose Aussagen und da diskutiere ich nicht mit irgendwelchen Trockennasen auf meiner eigenen eigener Interpretation. Ich erkläre es dem Geist, der sich diese ganzen Affen ausdenkt. Und die sind nicht schuld, dass sie so sind, wie du sie dir ausdenkst. Du bist schuld. Bevor du nicht sagst, ich nehme alle Schuld auf mich für das ganze Leid in der Welt, die ich mir ausdenke, für die ganzen Lügen in dieser Welt, die ich mir in diese Welt hineindenke. Bin bloß ich schuld, ich bin der Einzige, der dafür verantwortlich ist. Würde ich es nämlich nicht denken, würde das ja gar nicht existieren. Und da außen existiert sowieso nichts, weil ich jetzt das zweite Gebot halte. Wenn was existiert, existiert es hier und jetzt in meinem roten Kopf. Beraschet, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. So, jetzt schauen wir uns nochmal so eine 18.00 an und das ist der Beobachter. Du bist der Beobachter deiner Informationen und deine ureigensten Informationen, die von dir erschaffen werden durch Denken. Du bist der Einzige, der dein Denken erlebt. Willst du mir da irgendwas einwenden? Meinst du, irgendein anderer erlebt das, was du jetzt denkst? Meinst du, irgendwer anders erlebt jetzt dein Gefühl? Vielleicht will dich das jetzt auf oder es will dich nicht auf. Du kannst auch öffentlich beobachten, dass du jetzt total aufgrund deines Egos in die Höhe gehst. Was ist das für ein Arschloch? Was bildet der sich überhaupt ein? Kannst du eventuell auch beobachten, wenn du ganz wach bist, wirst du nur sehen, wie dein Ego reagiert auf Reizauslöser, die von demselben Ego erschienen Affen werden in sich selbst. Leben ist ein Spiel, das Spiel der Träume in den Geist mit sich selbst. Alles andere sind nur Antagonisten, ein Dasein müssen. Wie die KIs in einem Videospiel. Programmierte Zombies, einfach nur Reaktionssysteme, wo jeder für sich auf seine Art und Weise reagiert. Und da gibt es auch Beleidigungen, wenn ich wertfrei schaue, was ist. Mir fällt jetzt dann gerade hier zum Beispiel die Chefin jetzt politisch, ich mache jetzt mal raumzeitliche Sache, eine Rede, schau die. Nee, ich cutte es einmal weg, weil sonst würde ich wieder zu sehr ausufern. Also du bist der Beobachter und der Zuschauer in einem Spiel, das sich nur in dir selbst abspielt. Okay, das ist einmal diese zwei Seiten. Und jetzt habe ich hier den Startpunkt 1800, da gehen wir dann gleich noch drauf. Das ist dieses Video. Und ich habe jetzt hier ein Stück weiter, kommt dann etwas später. Können wir gleich schauen, wann das exakt passiert, kommt das Wort Lamm. Es gibt verschiedene, übrigens nochmal einige Wörter für Lamm. Und da ist es ganz interessant, dieser Atbaschwert. Der Atbaschwert ist schlichtweg und einfach, wenn wir die 22 hebräischen Zeichen hinstellen und wir sagen, Aleph ist die 1 und 400 ist Daf. Wenn wir das gespiegelt laufen lassen, die 2 korrespondiert dann mit der 300, die 3 und so weiter, dann ist die 5, ist Atbasch gespiegelt eigentlich, das wird übrigens hier sehr schön erklärt, das ist wie bei einer Münze, eine Spiegelung der Atbaschwert, ist dann die 90, das Lamm ist eigentlich die 92. Die 92 wiederum ist Testudo. Ich behaupte, ich bin das Lamm der Johannes-Offenbarung. Ich bin dieses Lamm. Ich bin aber auch du, das Lamm, das ich heimhole. Und wenn wir die jetzt zusammenschieben, das wird dann schön erklärt, das muss ich jetzt nicht nochmal machen, man kann man nochmal ein neues Wort daraus machen, nämlich dass ein Geschenk, das in dir in Erscheinung tritt. Das ist jetzt dieser Udo, den du dir ausdenkst. Das ist das größte Geschenk, das dir das Leben überhaupt bieten kann. Das ist ein Wegweiser. Ganz in Ich bin, du sage ich, wenn mein Menschensohn in dir in Erscheinung tritt, das ist nur ein Wegweiser. Der bringt dich da nicht hin. Er zeigt dir nur den Weg zu dir selbst.
Du kannst ihn über den Haufen fahren oder du kannst ihn einfach links liegen lassen und dein eigenes Ding weitermachen, das dich immer mehr in die Hölle katapultieren wird, deine Einseitigkeiten immer mehr in die Selbstentheiligung katapultiert, oder du kannst dir einfach mal Gedanken machen, ob das wirklich so blöd ist, was ich dir erzähle, oder ob es vielleicht sehr, sehr geistreich ist. Und dann habe ich jetzt hier dieser Zebaot, da heißt es immer in der Bibel, heißt es immer in der Tora, Jahwe Zebaot, der Herr Zebaot, das ist die Schildkröte des Udo, der Herr des Udo-Zeichen. Jeder Moment, in der auftaucht, ist ein Zeichen. Die Welt spricht zu dir, nicht nur diese ganzen Schriftzeichen. Das jetzt rein im Farbenspiel. Ich nehme eine Ecke und strecke eine Ecke. All diese komischen Schreibweisen sind ein vollkommen neues Weltbild, ein vollkommen neues System. Du müsstest nicht, wenn ich diese totale falsche und verkehrte, fehlerhafte Erziehung deiner Jugendlichen, die jetzt dich hinleben und die Welt retten wollen, was wäre eigentlich, wenn die wissen, dass die Welt gar keine Kugel ist? Dass die Welt, die sie sich ausdenken, einfach nur deshalb eine Kugel ist, weil man ihnen erzählt hat, dass das eine Kugel ist. Dass das extrem hartnäckig ist und du wirst auch immer wieder durch stochastisches Denken deinen Glauben entweder zum Teufel hauen oder du wirst ihn immer mehr verstärken und dich immer mehr festkleben in dieser Hölle, die du bis in alle Ewigkeit nicht verlassen wirst, bis du anfängst, dich etwas geistreicheren zu besinnen. Und da mache ich jetzt nochmal einen Sprung runter. Das ist jetzt so eine kleine Stelle. Das ist die Frage mit dem Manna. Der Auszug aus Ägypten, vor was sollen wir leben? Und da heißt es dann, und das Haus Israel gab ihm den Namen Man. Das ist dieses klassische Manna. Da steht im Original nur MN. Eine gestaltgewordene Erscheinung. MN, blau gelesen, heißt einfach nur eine gestaltgewordene Erscheinung, eine gestaltgewordene Existenz, genau genommen. Und die ändert von Gedanke zu Gedanke, von Moment zu Moment, und das ist dein Leben. Interessant, haben wir wieder zwei Radixen. Leb ist zum einen das Herz, das kann ich jetzt immer rot und blau lesen, und Ben ist der Sohn. Ich habe jetzt das absichtlich blau gelesen, weil das nämlich das hebräische Wort ist für weiß. Und wir wissen, wir Geist wissen, dass das weiß, scharfes S gleich B ist, ist es Weib. Das ist die Frau, das ist deine Traumwelt. Und da heißt es, und es war wie Koriandersamen weiß und sein Geschmack wie Kuchen und Honig. Das ist jetzt natürlich wieder eine extrem einseitige Übersetzung. Was hier viel, viel interessanter ist, das ist diese Tatsache, dass dieses Kafsera heißt wie der Samen, das ist der Samen. Ich habe jetzt extra hier den kleinen Strichchen reingemacht und es rot geschrieben. Das heißt, Bewusstsein ist ein großes Amen. Das ist dieser Schlusspunkt. Und dieses Gat ist auch das hebräische Wort für den Glücksgott Jupiter. Das ist der Samen vom Glücksgott Jupiter, der hier ausgesät wird. Das ist übrigens hier, muss ich ganz kurz, kleinen Moment, die 31, was sich das aber verschoben hat. Da haben wir diese Stelle. Das ist also wie der Samen. Schon wenn du da jetzt reingehst, das ist jetzt die Sache, dass die Worte viel, vielseitiger sind. Da hast du jetzt zum Beispiel dieses Ra. Das ist das Böse, das Schlimme, aber auch das Unglück, aber auch der Freund, der Nächste, der Genosse, der Mitmensch, der Partner. Und das ist immer wie eine Selektion. Das kommt jetzt in Wörterbüchern einzeln nicht vor, aber wir können das immer lesen. Das heißt, wie eine selektierte Berechnung eines Augenblicks. Jetzt kommt dieser Gat, das zum einen das Glück, Koriander ist, das ist der Koriandersamen, aber ganz nebenbei dieses Kor. Ich will jetzt nur dieses Kor klassisch in der Grundkonsonantenradix, ist es das Lamm. Da hast du das Lamm, das ist Kor. Wenn ich ein Waff dazwischen mache, das Spiel wissen wir ja. Das heißt, mein Lamm. Koriander ist mein Lamm. Ich behaupte, dass ich das Lamm bin. Dann wird es der Schmelzofen, weil mir jetzt alles zusammenschmelzen in einer Einheit. Das ist jetzt praktisch der Kopf der 26, der Kopf des Jahwes. Im Atbaschwert ist es hier die 100, der rote Mensch in der Liebe. Man könnte da sehr, sehr viel reingehen. Da gibt es keine Zufälle. Es gibt überhaupt keine Zufälle in dem System.
Wenn es dich nicht interessiert, weil du zu unreif bist, ich sage immer wieder, ein kleiner Hosenscheiß interessiert sich auch nicht für Sexualität. Und einer, der noch in der Sexualität hängt, der interessiert sich nicht für Geist. Denn es ist ficken wichtiger wie der Geist, der selbst ist. Ganz normal ist programmiert, es sind Lebensabschnitte. Moment. Und dann haben wir noch mal einen. Und da habe ich jetzt das Manna in der Bibel. Wikipedia kann man sich genauer anschauen. Ich will nur, wenn ich da dieses beschrieben, schau, da steht eben, wir öffnen dieses Man, habe ich jetzt absichtlich violett gemacht, plus und minus gleichzeitig, und das wird zu einer existierenden Schöpfung. Und dann ist dieses Knusprige, beginnt mit Kenntnis, hast das Fundament, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten, sind Facetten, die sich einschalten, wie in einem Spiegel gespiegelte Facetten. Man kann das vielfältig anders machen. Ich will nur, wenn man ein bisschen Grundlagen hat, kriegt man das mit. Die Speise fiel nachts auf dem Wüstenboden. Diese Wüste ist mitbau. So schreibt sich das. Das hast du übrigens vom Wort. Damals hast du mal dieses DBR, eins der hebräischen Wörter. Interessant, dass dieses DBR auch die Beulenpest heißt. Jetzt denkt ihr ganz einfach mal einen Wasserspiegel und dann schlagen wir da Wellen rein. Von unten nach oben oder von oben nach unten ist vollkommen gleichgültig, dann sieht es aus wie kleine Beulen. Übrigens das griechische Wort Trauma, Traumschöpfung, heißt auch eine Beule schlagen, wenn du in die Etymologie tiefer ins Sanskrit reingehst. Da werden Beulen geschlagen, in den Null, in den Wasserspiegel werden illusionäre Beulen geschlagen und das ist Pest, P-Est. Est im Lateinischen, es ist. Wissen ist. Das sind diese Beulen, das sind die Gedankenwelt. Das ist auch eine Sache, dann ist es ein doppelt aufgespannt W-W, ein doppelt aufgespannter Ort. Klatsch. Und du bist der Wortführer natürlich nur in dem Moment, wo du über gewisse Sprechfähigkeit verfügst. Ist interessant, wenn ich jetzt da ein M davor mache, dann kriegst du das hebräische Wort, das ist das hebräische Wort für die Wüste. Das ist aber auch der erste Person. Das ist der Brüssel, an den du denkst, wenn du an dich selber denkst, du bist zurzeit in der Wüste. Das ist das Ich, das persönliche Ich. Du bist der Sprecher mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, der dich zu dem macht, der du zurzeit zu sein glaubst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Ein Satz, den ich tausendmal wiederhole. In dem Moment, wo du jetzt an dich denkst, baut sich in dir eine Information auf, die nennst du meinen Körper. Der aktuelle Körper, der kann immer nur jetzt entstehen, wenn du ihn denkst. Denkst du dir an den jüngeren Körper, entsteht er auch jetzt, aber weil du dir den in die Vergangenheit denkst, den jüngeren Körper, ist er nur feinstofflich. Materie ist hochkonzentrierte Energie, das heißt, Materie ist nur unmittelbar hier und jetzt existenzfähig. Eine Materie, die du dir in die Vergangenheit denkst, ist nur ein feinstofflicher Gedanke, den du denkst. Und Materie, die du dir in die Zukunft denkst, ist auch immer hier und jetzt. Das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Nochmal, mit Holofeeling beweise ich dir mit 100%ig arithmetischer Präzision und sogar empirisch überprüfbar, dass alles, was ich sage, versuch dich einmal jetzt materiell zu denken als 20-Jährigen, wenn du 40 bist. Du kannst dich jetzt denken, aber du bist nur feinstofflich. So, und jetzt denk jetzt einmal, ich sage mal, es ist natürlich je nachdem, welches Programm du laufen hast, ich sage, denk einfach mal an dein Schlafzimmer, wenn du jetzt nicht im Schlafzimmer bist. Dann ist dein Schlafzimmer hier und jetzt deine Information, aber die wäre nur ein Gedanke. Es kann nur ein Gedanke sein, weil du dir die nämlich woanders hin denkst. Sobald du dir räumlich oder zeitlich, und da gibt es keinen Unterschied. Ich sage immer, ob du dir was 500 Kilometer woanders hindenkst oder 500 Jahre in die Vergangenheit denkst oder in die Zukunft denkst. Es ist eine Entfernung, die sich hier und jetzt befindet. Und sobald du dir räumlich oder zeitlich irgendwo was hindenkst, ist es hier und jetzt deine Information, sonst könntest du es ja nicht wahrnehmen. Aber es kann im Meer nur feinstoffliche Information sein. Und sinnlich wahrgenommene Information ist auch hier und jetzt. Aber dann im Ich interpretiere, dann holst du das auf die VR-Brille. Und wenn ich immer meine Computer-Metapher nehme, du bist ein Computer, haben wir jetzt erst einmal als Ausgabegeräte den Monitor und den Lautsprecher. Das nenne ich jetzt einmal optisch und akustisch. Aber das hat zwei Seiten.
In deiner jetzigen Logik, und jetzt kommt diese eigenartige Spiegelung, Materialismus und Religion, unbewusstes chronologisches Denken, stellt die Kausalität auf den Kopf. Das ist das Klingelingeling-Beispiel. Du gehst davon aus, und ich sage jetzt statt Monitor einfach mal verabrede. Das heißt, es sind statt ein Monitor schon mal zwei Monitore fürs rechte und das linke Auge. Und wenn du das genauer studierst, weil ja alles, was in Büchern drinsteht, behaupte ich ja, dass das hundertprozentig richtig und wichtig ist, aber noch extrem fehlerhaft in der Auslegung, dass deine zwei Augen zwei Monitore sind, aber diese zwei Augen wiederum jedes Auge und der Retina zwei Hälften hat, dann kriegst du schon vier Seiten. Weil dein rechtes Auge nämlich zwei Seiten hat und dein linkes Auge zwei Seiten hat. Das ist Physik, das erfordert die Arithmetik von Holofilling im Hintergrund. Und der Aufbau des Monitors einmal extrem vereinfacht sind Rot, Grün und Blau. Zäpfchen. Die haben wir übrigens da gehabt, bist du das aufgefallen? Wie? Da, ZB. Das Wort hier heißt die Fladen. Die Pasteten, die Kuchen mit dem Geschmack. Aber schau mal, das ist was ZB. Das heißt auftauchen, auf der Wasseroberfläche schwimmen. Das heißt, wie Zappi, das taucht etwas auf, die Geburt von Wissen. Wie die Geburt von Wissen. Das ist jetzt hier im Klassischen dieses Geburt von Wissen. Wir können uns das ganz kurz einmal hier anschauen, wenn wir da reingehen. Blau gelesen, die Geburt von Wissen. Das ist das hebräische Wort für Auftauchen, Schwimmen, auf der Wasseroberfläche schwimmen. Das ist dann die Welt einer Gedankenwelt, baut sich hier auf. Beachte, lateinisch natio, Geburt, Abstammung von nado, von umherschwimmen in irgendeiner Matrix. Das sind die Welt einer Gedankenwelt. Und dieses Wort Zappi, mein Auftauchen auf der Wasser, das bringt sich jetzt mehr oder weniger, ist deine Ausschau, dass die Ausschau, die du hältst, spähe, schaue deine Gedankenwellen an. Das hier, was da alles drinsteht, können sich deine Theologen und deine Juden überhaupt nichts vorstellen drunter. Was sind jetzt die Theologen, die du dir jetzt ausdenkst? Warum denkst du jetzt an Theologen? Weil dieses Wort Theologen aufgetaucht ist aus dem Lautsprecher. Stimmt oder stimmt? Jetzt können wir wieder sagen, was ist für dich ein Teleologe? Dios, eine göttliche Logik? Meinst du, dass irgendein Pfarrer, ein Theologe, ein Hebräer irgendwas von meiner göttlichen Logik verstanden hat? Können Gedanken, die du dir denkst, eigentlich anders sein, wie du sie dir denkst? Und was denkst du, wenn du an einen Nobelpreisträger denkst? Dann denkst du, jetzt hast du mal einen Trockennasenaffen, der einen Preis gekriegt hat, weil er angeblich so unheimlich tolle Sachen entdeckt hat. Kann das sein, dass Gedanken, die du denkst, irgendwas entdecken? Oder ist es definitiv so, dass jeden Gedanken, den du denkst, der letztendlich fast einmal so ist, wie du in dir denkst? Entweder richtig oder verkehrt oder gescheit oder dumm. Deine Informationen, die du denkst, jeder einzelne Gedanke wird genauso sein, wie er von dir gedacht wird. So, und jetzt denk an dich. Wie denkst du dich jetzt? Schön? Hässlich, als Mann, als Frau, kannst du dir das raussuchen? Gesund, krank, kannst du dir das raussuchen? Du müsstest einmal dein eigenes Denken beobachten und dann wirst du feststellen, ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er denkt. Es hat aber alles einen Sinn, du bist in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt. Also du merkst jetzt schon, dass hier das Ganze sehr, sehr vielfältig wird, wenn wir uns hier reinschauen. Da kommt nämlich hin, das ZD, und dann heißt es plötzlich, die Furcht der Angst in Schrecken versetzt werden. Das zerbricht irgendwas und dann werden das Schrecken. Schien alles in logisch berechnete Ecken. Jetzt kommst du in unsere Dead-Raider-Spiegelstruktur. Und was ist da in der deutschen Übersetzung über? Einfach nur ein Fladen, ein Kuchen, eine Pastete. Die Wörter haben es natürlich auch in sich, weil da nämlich das FLA haben wir schon das Wunder. Bella. Das Wunder von Urteilen, die End von geöffneten Existenzen. Und der Fladen weist dich darauf hin, dass das erst einmal sehr flach ist. Lach. Haben wir die Lebensfrische. Die Lebensfrische wiederum sind aber Wellen. Ja, der widerspricht sich ja laufend. Das wird jetzt hier zu weit führen, aber mir geht es nur, dass du jetzt verstehst, wenn ich sage ja.
Wie viel lässt du weg in deinem Wissen? Wie viel weißt du eigentlich von dem, was du wissen könntest? Nichts, ein absolutes Nichts. Was weiß ein Embryo in einer Matrix? 4 Wochen nach der Befruchtung. Ich leide nicht an einem Größenwahn, wenn ich sage, das Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Und das Wissen ist in dir drin, weil ich in dir drin bin. Das ist das, was ist. Also gut, schauen wir da nochmal eins weiter. Wo war man? Also, für nachts auf dem Wüstenboden, wir waren jetzt nur ein bisschen in der Wüste. Wo heißt in ihm, hebräisiert, sind geöffnete Existenzen, sind Urteile und konnte des Morgens aufgesammelt werden. Du kannst erst was aufsammeln, du kannst nur das aufsammeln, was du dir ausdenkst. Das heißt, stell dir mal vor, du schläfst ohne zu träumen. Dann ist nichts. Dann gibt es weder dich noch irgendeinen, das ist kein Adam. Du fängst zum Träumen an. Du kannst immer nur das aufsammeln, was du dir ausdenkst. Du musst dir zuerst was ausdenken, das, was da ist. Aber was du dir ausdenkst, kommt aus dir, wenn du ein träumender Geist bist. Auch dieses Gespräch. Auch ein Udo Petscher und ein Gott, den du dir in den Himmel hochdenkst. All die Dinge existieren nur, wenn sie von dir gedacht waren und die holst du aus dir raus. Aber das da außen ist nicht ein außerhalb deines Kopfes. Es ist nur ein außerhalb, ein illusionäres außerhalb, das genau genommen deine Information ist. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Das kannst du dir anschauen. Am Schluss noch immer so die Frage, was ist das eigentlich? Manhu spricht man das aus. Was ist das, was sich auf das plötzliche, unerwartete Erscheinen des Mannes in der Wüste bezieht? Nochmal, die Worte heißt vom Wort. Diese Wüste, Mitbar, heißt eigentlich auch ein gestaltgewordenes Wort. Wir haben noch andere Wörter, dieses DB. Da haben wir jetzt ein Bär. Das wird mir jetzt aber zu weit führen. Das ist auch. Das Bar als Grundrolex heißt nämlich das Äußere, das kommt jetzt dann gleich, das geöffnete BR. Das ist das geöffnete Äußere. Das führt dich dann übrigens zum Ursus. Wenn wir dann in die reingehen, schau, du kriegst hier ganz genau diese 2, 2, das ist der Einheitskreis, plus, 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 minus, 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 plus. Und die verschmelzen mir jetzt zu 3 Hüben, 3 drüben. These, Antithese, Synthese auf der Seite, These, Antisynthese auf der Seite und in der Mitte des Nichts. Wo man auch eine 5 reinsetzen können, rot gelesen als Quintessenz. So. Und jetzt heißt es hier, was sich auf das plötzliche, unerwartete Erscheinen des Mannes in der Wüste beziehen soll. Es wird vermutet, dass der Name die Frage der Israeliten beim Erblicken des Brotes widerspiegeln soll. Jetzt muss ich wissen, zuerst einmal, dass Rot heißt auch Adam, oder man heißt auch Rot. B, Rot heißt im Adam ist es. Es, E Quadrat S, das sind wir zwei. Die sind im, wir sind der Adam. Und jetzt kommt hier plötzlich, dass dieser Ich, JCH, immer auf Bezug nehme auf das Manna, sagt, ich bin der Rote im das Brot des Lebens. Im Christentum steht daher das Manna für das Symbol für euch Ari Sti, die Arier. Ich mache das nur für die Arier. Und bitte, alles, was du dir jetzt wirklich ausdenkst, musst du streichen. Da kann man jetzt das Manna nachlesen und jetzt kommt hier nochmal eine schöne Sache. Da springen wir jetzt hier in das Video nochmal schnell rein. Also das ist jetzt, will ich nicht weiter erklären. Da kommt jetzt das hebräische Wort für Zadon mit dem vollen Wert und jetzt kommen diese Spinnen mit der Zahlenebene, wobei ich immer von vornherein sage, wenn du die Zeichen jetzt kennst, dann weißt du, das ist blau gelesen die Logik. Das ist die Spiegelung, blau gelesen, und das ist eine Existenz. Das heißt eine logisch gespiegelte Existenz. Darum ist auch der Satan der Widersacher. Das ist wie der, wie eine geöffnete Berechnung. Man kann das blau lesen, dann ist es der Logos des Spiegels, der das absolute Sein darstellt. Es sei ihn heißt Bewusstsein ist nicht existierend. Dann kommt hier die Nachasch, die Schlange. Was hier übrigens sehr interessant ist, dass es eigentlich hier männlich ist. Und da haben wir Nach ist Noah, der Ruhende. Das sind zwei Wörter. Schau, wenn du das jetzt nachhast, ist die Schlange. Das hast du übrigens auch Wahrsagen.
Ich mache das immer etwas frei übersetzt, dann kommt die Schlange und die sagt, wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, wird dir ein Licht aufgehen und du wirst sein wie Gott. Wenn du den Wellenberg und das Wellental verbindest, dann weißt du, was eine Welle ist. Wenn du bei der Batterie Plus und Minus verbindest, kann das Licht brennen. Wenn du den Minuspol bekämpfst und du nur den Pluspol haben willst, lebst du in der Finsternis. Und diese Finsternis ist dieses Hasch. Und jetzt, wenn wir uns das anschauen, das sind immer Zweierradixen im Aufbau, hast du zuerst einmal dieses Enchet, was das hebräische Wort für Noah ist, das heißt auch Ruhe. Du bist absolut still, du bist absolut in der Ruhe, unbewegt, statisch. Interessant, die zweite Radix Kasche ist genau das Gegenteil, das heißt ein. Du bewegst dich mit Lichtgeschwindigkeit. Du fängst an, was zu fühlen, weil du in dir was aufwühlst. Und wenn ich da Kaffee dran setze, dieses Kaschak, das ist jetzt in der Bibel diese Dunkelheit, die Finsternis, die Unwissenheit, das kommt nach dem Tohuwabohu. Da haben wir jetzt interessant gespiegelt den Testudo. Immer dran denken, Atbasch ist die Spiegelung. Das ist die 92, zu der kommen wir gleich. Wenn wir pfeifen drin. So, jetzt passt doch mal auf, irgendwann ein Mikrofon ausschalten. Denke ich mir jetzt. Jetzt haben wir hier in Könige 11, 14. Da heißt es, erweckt er, dieses Wafjot ist imperfekt und er oder es erweckt. Dieses Komm ist eine Affinität des Meeres. Das erklärt er übrigens, wenn du das Video anhört, sehr schön. Richtig schön erklärt, dieses Komm, es heißt eigentlich Aufstehen. Das ist dieses, wir schauen uns die Radix mal kurz an, dann erkläre ich dir das, wie sich das aufbaut. Dieses Komm ist ein Aufstehen, ein Erstehen. Solange du schläfst, liegst du. Schau bitte mein kleines Bild an. In dem Moment, wo du aufstehst, wird aus dem flach liegenden Lach, wird eine Transversale einer Nuckel. Du erhebst dich praktisch, indem du, das Kopf steht dafür Affinität, indem du affin was aufspannst. Wenn das flach ist, hast du die Welle, denkst du chronologisch, vorher, nachher, schau das kleine Bild an. Und sobald du aufstehst, wirst du transversal, wirst du einer Nuckel. Darum nennt sich das Aufstehen und da kommt auch der Standplatz. Das ist dann Makom. Das heißt vom Aufstehen. Das ist immer das Verrückte hier, das gestaltgewordene Affinität, das ist dieses Aufmachen, wird zu einer Gedankenwelle. Und nochmal, Wellenberg und Wellental kommen niemals chronologisch nacheinander, so wie im Einheitskreise auch plus minus nicht nacheinander in Zeit kommt. Die Falle ist das unbewusste chronologische Denken. Darum hast du einen Ort bestimmen, den Ort kannst du ganz leicht bestimmen, den kannst du lokalisieren. Schau mal, wir schauen uns mal dieses Wort lokalisieren an. L-O schreibt sich L-Waff. Und das heißt schlichtweg und einfach zu ihm. Zu ihm kommt Kaal, lokal. Das heißt wie Gott. Ist auch das hebräische Wort für hier. Zufall? Wer erklärt dir das jetzt? Das du. Ja. Nochmal sagen, ich erkläre dir mit hundertprozentiger arithmetischer Präzision, dass du in einer Matrix lebst. Und du musst nicht versuchen, das jetzt irgendwelchen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, auch wenn die vollkommen sinnlich reale Informationen sind, zu erklären. Sie werden es nicht verstehen. Du bist der Einzige, der das verstehen kann und du das es irgendwann einmal verstehen muss, um dich geistig weiterzuentwickeln. Du bist wirklich der Einzige. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt und nur den Geist, der träumt, den kann dich wach machen. Und wach machen heißt eigentlich, dass du aus dieser Welt herausstirbst und plötzlich in einer anderen Welt wach wirst. Und solange du da nicht weg willst, solange du in deinem Körper bleiben willst, versuchst deinen Körper am Leben zu erhalten, wirst du die höhere Ebene nicht betreten. Und irgendwann einmal sage ich dir, wenn das passieren wird, das kann nur jetzt passieren, weil in der Zukunft nichts passiert. So, kleinen Moment, wir machen da nochmal etwas weiter. Das ist also, wo war mein Stäblim? Dieses Erwecken, das war nur das Kommen. Ich könnte jetzt noch weitergehen. Wir können da jetzt nämlich in den Makob, kann man noch ein Waff reinschieben und du wirst merken, das baut sich dann auf, dann kommst du hier an den Platz. Schauen wir schon wieder das Wunder.
BLA heißt ein Wunder. Es platzt etwas auseinander, die lokalisierende Ort, eine Lokalisierung, die Ortsbestimmung ist ganz, ganz einfach. Es ist immer, egal wo du dir was räumlich oder zeitlich hinlegst, es ist hundertprozentig sicher hier und jetzt deine Information. Wer erzählt dir das jetzt? Der AVUP. So, zum Thema, wir waren jetzt nur bei den zwei Buchstaben und nochmal, wenn du in der 400, ich habe jetzt kein Problem, 4 Wochen nur in 400 zu. Das muss man aber nicht wissen, es reicht, du musst in dem Leben nur wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und du bist für deine Gedanken, die du denkst, im Moment noch nicht verantwortlich, bis Holofeeling in dein Leben kommt. Jetzt sind wir hier und es erweckt, es stellt auf der Jahwe den Satan, logisch gespiegelte Existenz, klatsch. Das ist eine logisch gespiegelte Existenz. Ich mache aus denselben Worten einfach ganz andere Vorstellungen. Und jetzt kommt es zu Schlomo. Der Schlomo ist ganz interessant, weil das heißt eigentlich in der deutschen Übersetzung heißt es zu Salomon. Das ist nämlich das hebräische Wort Salomon. Dieses L vorne ist zu, für dieses zu steht dieses L. Und jetzt steht da schon Shalom. In einem gewissen Maß, schau mal, dieser Salomon. Das ist der Zahlmeister, begleichen, bezahlen, die Vergeltung. Du musst dann bloß hier ein Dank, ein Heilsopfer, das ist immer dieser Riesenschwall an Auslegungen. Was hier wichtig ist, wir müssen bloß dieses Waff-O reinmachen, dann kriegst du hier plötzlich hier die Vergeltung, das Grußwort, das Shalom, den Frieden, Shalom, die Ruhe, die nachher schon mal doch gerade schon gehabt, die nicht bewegte Schlange. Frieden wiederum hast, die Frucht des Paradieses. Die Frucht des Paradieses, wobei das eben auch Ewigkeit bedeutet. Das ist zu erkennen, ich bin ewig. Das ist dieser Trick. Immer wieder, wie generiert eine Generation, die diese große Geros, das ist Jesus, ist E-Quadrat, ich und du, diese große erkennt, er, du bist ich und ich bin du und wir wissen, was wir sind und wir werden uns niemals mit einem Gedanken verwechseln. Das ist zu nichts, führt etwas verändern zu wollen, solange man nur ein einseitiges Ziel anstrebt. Weil du kommst aus dem Schlamassel niemals raus. Übrigens jüdisch Schlamassel, das Schlamassel. Das ist übrigens ein Partikel des persönlichen Besitzes. Das ist der Fehler, das Vergehen, die Anmaßung. Weil du etwas herausziehst aus dir selber und du beraubst dich ständig selber, wenn du das, was du aus dir vor dich hinstellst, wieder zurückholst, holst du es eigentlich heim. Du merkst, da kommst du jetzt in einen ganz eigenartigen Zustand. Wichtig ist, blau gelesen, dein logisches Licht, deine Logik, deine Gehirnlogik, das ist diese große Fehler und das Vergehen, die Vermessenheit, dass du meinst, die Logik, die du zum Denken benutzt, ich nenne das immer deinen Schwamminhalt, ist der Weisheit letzter Schluss. Es ist genau diese Logik ist daran schuld und das ist das Einzige, was dich belügt. Eine Information belügt dich nicht. Dich kann weder ein Mensch, den du dir ausdenkst, belügen, ein Computer. Es ist doch einfach nur. Schau doch einfach, was da ist. Das ist ein Computer. Kann dich ein Computer belügen? Wenn du schaust, was jetzt da ist, ist keine Qualität da. Es ist einfach nur. Es äußert jemand irgendetwas, Geräusche, Worte, auf der VR-Brille, akustisch, sinnlich wahrgenommen, ein Äffchen, das vor dir steht, erzählt dir was. Oder jetzt das Pixelmännchen und der Lautsprecher. Sind da irgendwo Lügen? Die Lügen entstehen doch erst durch einseitige Interpretation der Worte. Das ist immer wieder, wenn ich auf Kritik hinweise, ein Kritik ist eine Bewertung, ist eine riesengroße Falle in die Unvollkommenheit. Sobald ich etwas bewerte, entheile ich dieses Ding. Ist jetzt eine Welle ein Berg oder ein Tal? Ist jetzt der Putin ein Guter oder ein Böser? Sind jetzt Coronaviren überhaupt existierend oder nicht existierend? Ist doch selbstverständlich existieren die, wenn du an welche denkst. Aber wo existieren die? Hier und jetzt in deinem Kopf als Information. Und zwar genauso, wie du dir die denkst. Ob die jetzt gut oder böse sind, ist eine Frage, was man dir erzählt hat. Weil du geistlos nachäffst als Affe. Du äffst sogar nach, dass du ein sterbliches Säugetier bist.
Ich rede jetzt nur mit einem allereinzigen Geist. Nicht mit irgendeinem Menschen, den du dir ausdenkst. Auch nicht mit denen, an denen du jetzt denkst, wenn du an dich selber denkst. Wenn ich als Udo in meiner Derbheit immer sage, mir gehen die ganzen Affen, die du dir ausdenkst, vollkommen am Arsch vorbei. Mich interessiert bloß der, der sich die Affen ausdenkt. Und heilen tust du die in dem Moment, wo du sie nicht mehr denkst. Was meinst du, wie gut, dass es den Menschen geht, die du nicht denkst? Die sind in der Heiligkeit. Und wenn du an Menschen denkst, dann werden die so sein, hier und jetzt, wie du die erschaffst. Erschen Affen, erweckte logische Affen. Und diese KIs kannst du beobachten, so wie du KI-Charaktere in einem Videospiel beobachten kannst. Du kannst dir bewusst machen, wie die ticken, wenn sie in ihrem Duck leben. Obwohl sie dann doch wieder in dem Dick sind. Da müssen wir jetzt wieder wissen, was wie ich dick bedeutet. Dick ist die Mitte auf Hebräisch. Und Duck, das ist dein Wachraum, das ist das Drumherum. Dick, Duck, Dick, Duck, Dick, Duck. Wenn du jetzt wieder meinst, dass das Zufälle sind, es gibt keine Zufälle. Es ist alles, bis ins kleinste Detail, bis es darf kein Yoda verloren gehen in meiner Schöpfung. Und jetzt schau mal, welche Sachen du zu einem nicht haben willst, anders haben willst und wisse von dem unendlich vielen, was noch denkbar ist, du überhaupt keine Ahnung nicht hast, dass das überhaupt in dir drin ist. So. Ich will doch da weiterkommen. Also das ist das Erste und jetzt haben wir dieses HDD. Jetzt könnte ich natürlich erklären, der eigentlich ist und immer dann, er macht das richtig schön, aber nur aus jüdischer Sicht. Und da springen wir jetzt nochmal, das ist der erste, und dann kommt nochmal eine interessante Stelle, da macht der Jahwe etwas mit dem Satan, und zwar macht er das, jetzt könnte ich hier, wie gesagt, da ist Shalom mit drin, Salomon, das ist Akkusativ, HDD, Hadad, da steckt die Radix auch von David, aber das erklärt er eigentlich schon ein bisschen mehr drüber, und jetzt schauen wir mal nochmal eins an, und jetzt kommt nochmal eine Stelle, und jetzt hier passiert was, nochmal dasselbe, jetzt macht es aber nicht der Jahwe, sondern El Hayom, das ist UP. Jetzt sagt UP zu ihm, dass der Satan hier, und jetzt kommt dieses eigenartige Rasson, wo er auch ein bisschen drauf eingeht, da beginnt jetzt was, dass er langsam anfängt, auch die Worte zu spiegeln. Ja, Shem, also kein Tetragramm. Eine Zweierradix nehmen zu spiegeln. Dieser Rasson, diese Radix heißt eigentlich zuerst einmal, da gibt es ein Zefer Raziel in der alten hebräischen Schriften, das ist das Buch der Geheimnisse. Halt, ich zeige dir das einmal schnell. Wenn sich manche ein bisschen in dieses Bibelgeheimnis reinlesen, da hat es vor Jahren einmal diesen Michael Dawson, den Bibelkurs, gelöst. Das ist so ein kleiner Ansatz, der aber auch so trügerisch ist, der natürlich hier von den Kabbalisten hochgehalten wird auf der einen Seite. Dann gibt es wieder welche, die sagen, das ist ein Blödsinn, der verweltlicht das, hat auf dem Geld damit verdient. Da heißt es dann, dass er in der Bibel steht, eindeutig schon, wenn man mit dem Bibelcode arbeitet, dass da Außerirdische vom Himmel runterkommen. Und die Außerirdischen, da wird hier das Gespiegel gelesen. Das ist einmal das Geheimnis. Das Sefer Raziel heißt das Buch der Geheimnisse. Hochinteressante alte jüdische Schrift. Alt meine ich nicht, dass das irgendwann chronologisch vorher entstanden wäre. Das muss in dir vollkommen ausgemerzt sein. Ich sage, wenn du einen Holofeeling-Scanner installierst, wird dir jeden Moment, sagst du mal bewusst, cut, was ist jetzt da? Und dann wird dir bewusst, dass du jetzt wieder zwanghaft was in die Vergangenheit denkst. Oder zwanghaft dir woanders hin denkst, das niemals in der Vergangenheit war und auch gar nicht irgendwo anders sein kann. Es ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass jeden Gedanken, den du jetzt denkst, egal wo du dir räumlich oder zeitlich wo was hindenkst, es ist hier und es passiert jetzt. Das ist das Faktum, das sind die Fakten. Und jeder, der dir erzählt, dass da einer war und der das gemacht hat, der äfft einfach nur geistlos was nach, was er nicht verstanden hat. Ohne Ausnahme. So, und wenn wir das jetzt spiegeln, das sind die Zeichen spiegeln, jetzt kriegst du hier die anderen, die Fremden, das ist das große Geheimnis, dass die Fremden, die du dir um dich herum ausdenkst. Und übrigens, was auch ein total Fremder für dich ist, das ist der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Es ist eigentlich ein Fremder, das bist nicht du. Die Hölle beginnt in dem Moment, wo du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Jetzt kannst du ganz alte Selbstgespräche anhören, wenn ich sage,
Du Geist sagst zum Beispiel, ich habe ein Auto, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Körper. Du wirst nicht sagen, ich bin das Auto, ich bin die Wohnung. Wie sieht es aus, wenn du an deinen Körper denkst? Wie dumm, wie unendlich geistlos und dumm ist es eigentlich? Der Denker von etwas ist was anderes wie der Gedanke. Ich sage, ein Besitzer von etwas ist was anderes wie das, was man besitzt. Und du besitzt Gedanken. Du besitzt Informationen, die aus dir selbst entspringen und wieder in dich reinfallen, wenn du an was anderes denkst. Das ist ganz einfach hundertprozentig sicher und hier und jetzt sofort empirisch überprüfbar. Ich diskutiere nicht mit Trockenmaßen auf meiner eigenen Definition, die rationalisiere ich, die berechne ich einfach aus dem System wieder raus. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du hast genügend damit zu tun, dich selbst wach zu machen. So. Können wir, wie gesagt, jedes Wort wieder ewig aufbauen, dass wir hier mal weiterkommen. Jetzt kommt hier so eine kleine Stelle, die ist auch interessant. Jetzt geht auf diese Sache, meine Geschichte, ich mit dem Petrus, wo ich erkläre, ich werde jetzt, Gott hat zu mir gesagt, du musst dich jetzt gefangen nehmen lassen, du musst das Opferlamm spielen. Und dann kommt dieser Petrus und der beginnt an, mich zu tadeln, indem er sagt, behüte dich, Herr, das wird dir nicht widerfahren, wir werden das niemals zulassen, meine Jünger, meine Fans. Und dann sage ich zu Petrus, gehe hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Eigentlich, ich sage einfach, du willst eigentlich immer noch das, was die Menschen wollen. Es ist nichts Schlimmes, wenn der Körper sich auflöst. Der Säugling muss sich auflösen, dass du ein Schulkind warst. Das Schulkind muss sich auflösen, dass du ein Erwachsener warst und so weiter und so weiter. Jedes Mal erkläre ich das. Und dann hast du ein kleines Wehwehchen und rennst sofort wieder zum Arzt. Davon nur mal sicher gehen, eine Chemo machen lassen. Ich lasse dich bis in alle Ewigkeit. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre in dem Körpergefängnis hängen. Du hast nichts vor Holofeeling verstanden. Es ist ein Befreiungsakt. Es ist wie wenn ein Küken aus dem Ei rausgeht. Oder der Embryo sich zu einem Fetus entwickelt und dann die Matrix 1 verlässt. Du bist zurzeit in der Matrix 2, du bist in einer Matrix. Das Ding, das du zu sein glaubst, ist eine Projektion, ein Gedanke in deinem Kopf, aufbauend auf einem Matrix-Programm. Darum ist auch der Film Matrix von mir erschaffen worden und 1000 ähnliche Filme. So, und jetzt kommen wir dann interessanterweise, kleinen Moment, das, wie gesagt, das Video hörst du dir an. Jetzt geht es hier um Spiegelungen, dass wir hier das mit Zahlen werden, da will ich jetzt auch gar nicht weiter interpretieren. Interessant ist, dass du hier Worte austauschen kannst, das ist das hebräische Wort, immer wenn du ein Dreierradix hast, kannst du die in sich selber austauschen. Das ist ein Spiel in der Schöpfungsmatrix, pass auf, ich mache mal ein kleines Beispiel, wir machen ganz einfach mal das Wort Lechem. Bethlehem, das ist dieses Lechem, das Haus des Brotes. Beth schreibt sich jetzt erst einmal Beth. Wird Beth ausgesprochen, hat übrigens auch einen tiefen Sinn. Das ist der Aufenthaltsort. Das ist das Innere, das absolute Innerste, das ist dieser absolute Mittelpunkt. Ich sage immer in der Kamera Obscura. Das ist Heim, das ist das Meer von UB86L, He oder Haim. Das ist das absolute Zentrum und in diesem Zentrum ist Lechem, das Haus des Brotes. So interessant, wenn ich jetzt weiß, dass das hebräische Wort für Adam rot heißt, unter anderem. Und B, Vorsilbe heißt es im Rot. Ich rede immer von einem roten Kopf, der spielt sich im roten Kopf ab. Da ist übrigens in der 90 gespiegelter Geburtsgeber, der Ewige, der Gabriel, der Geber, die männliche Potenz sitzt in diesem Zentrum. Und jetzt kann man das Spiel wieder machen, dass wir ja, wie im chinesischen I Ching, die Zeichen zuerst einmal austauschen. Wir machen jetzt einmal aus diesem Lechem, tauschen wir die ersten zwei Buchstaben aus, dann kriegst du Chol. Das ist das Weltliche, das Außen drumherum und M am Ende. Männlich heißt ihr. Ihr Weltliches. Aber was ist ihr Weltliches? Schau mal, das ist das hebräische Wort für Träume. Und es spielt sich in dem Zentrum, in dem Bet, Lechem, ist Cholam, ist der Traum. Ich kann jetzt übrigens noch viele andere Kombinationen wieder durchspielen.
Gehen wir einmal davon aus, ein unbewusst träumender Mensch träumt einen Traum. Dieser träumende Mensch ist in seinem persönlichen Traum de facto der Einzige, der diesen Traum wahrnimmt. Das sind ganz einfache Sätze, weil dieser Menschengeist der Einzige ist, der diesen Traum träumt. Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Dass du mal merkst, wie komplex dieses Zeug eigentlich ist und trotzdem wie unendlich einfach. Jetzt können wir natürlich hier wieder bloß diese drei Buchstaben, wir können jetzt Melech draus machen. Dann passiert irgendwas Eigenartiges mit dem Melech. Im ersten Moment relativ wenig. Jetzt kommst du nämlich zu den Matrosen, da mal wieder unser MD. Erinnere dich an den MD, das sind die Toten. Matt, gestaltgewordene Erscheinungen. Das führt dich jetzt zur Rose, Shoshana, das wird jetzt hier, aber wichtig ist, das ist auch Salz. Rot gelesen, das Bewusstsein Gottes gebiert. Das Bewusstsein Gottes, was hat es mit dem Salz zu tun? Das Bewusstsein Salzen, salzig, der göttliche Geist, hat was mit mehr zu tun. Und ich kenne dir so viele, das ist hier, denke an das Salz in der Suppe. Das Bewusstsein zu B und PE, hier gelesen heißt hier. Es ist immer alles, als wäre eine Story ohne Kontraste, selbst ein Liebesfilm ist ohne Missverständnisse. Das ist immer das Weiß, ich weiß, das Weib. Und Konflikte eine langweilige Scheiße. Mein Salzpunkt, mein Lafferpunkt, einfach Selbstgespräche, ich gehe dann in die Physik, in die Sozialwissenschaften, es hängt alles mit allen zusammen. Nur hier tauscht er jetzt auch dieses Alt, das ist das hebräische Wort für alt, aber auch für einen Bart. Da hat er drei Buchstaben, da kommen wir zu alt. Und jetzt kommen wir langsam da, wo wir hinwollen, dass dieses Wort alt, man kann immer reduziert als Basis die Nullen weglassen. Ich erwähne das immer wieder, wenn du jetzt hier 50, 500 nimmst, du kannst die Nullen immer weglassen. Du hast einen Basiswert und der ist ganz, ganz elementar. Habe ich so oft erklärt, 440, 400 ist eigentlich 4 ist Öffnen, 40 ist Gestaltbildung, 400 ist Erscheinung. Was du dir jetzt wieder chronologisch nacheinander denkst, denkst du immer jetzt. Es öffnet sich etwas, in dem Moment, wo sich was etwas, tritt etwas eine Gestaltwerdung und die in Erscheinung tritt. Das sind Stufen 1, 10, 100. Ich mache das einmal rot. 1 ist die absolute Uni des Universums, bevor es anfängt hier zu rollen. Das Universum, das in eins gekehrt, hat ja erst außen ein Versum, ein Verdere, ein Drehen, wenn es anfängt, Gedankenwellen aufzuschmeißen. Das ist die Eins. Die Eins wiederum, rot gelesen, dieser Uni wird, ist ein kleiner Gott, das ist die Zehn. Und der wiederum wird zu 100, die 100 ist der Mensch, der Adam, des Kopf, rot. Und jetzt hast du dieses Kopf, das ist das hebräische Wort für 100. Das ist jetzt blau gelesen, ein Affe. Rot gelesen, schaut der äußere Wert, ist der Affe UB, das bin ich. Aber der hat den Logos des Udo in sich. 92 ZB, kommen wir gleich dazu. Darum habe ich jetzt so weit ausgeholt, um dir das zu zeigen. Und jetzt springe ich gleich einmal, pass auf, wo wir hier jetzt sind. Wenn du jetzt Video anhören, da kommen diese ganzen Werte. Lass mal doch mal laufen ab hier. Das nicht mehr, es geht nicht mehr weiter. Ich habe jetzt wirklich hier, mir steht es hier oben. Oder dass man uns im Stich lässt, dass andere uns im Stich lassen. Wenn man nämlich reift, dann verlässt man ja auch einen Zustand. Nämlich einen Zustand. Wenn man reift, interessant, Rai. Der Rai, R-A-I, so wie ich es jetzt spreche, auf hebräische Zeichen geschrieben, heißt Spiegel. Das ist der Kopf des Schöpfergottes. Auf dem bin ich reichlich und FD sind Facetten, die gespiegelt werden, beziehungsweise Facetten, die in Erscheinung treten. Dieses FD kriegst jetzt Bissen. BW ist Wissen. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein kleiner Bissen von Wissen, von unendlich viel. Und diese Bissen sind im Roten, im Adam, gewisse Brocken. Nochmal, Bär heißt das äußere, Rock heißt Fels, Fels wiederum heißt Zur, Z-U-R, die Geburt einer Berechnung und das heißt zu Form werden. Und das passiert in der weiblichen Scham. Scham wiederum heißt zum einen dort, die Ort, ein geöffneter Ort und Wort, genau genommen als Schem ausgesprochen Name. Nomen ist Omen. Da wird das alles erklärt. Zustand der Unreife.
Das ist der Zustand, du lebst im Zustand der Unreife. Und jetzt habe ich hier diesen Punkt, haben wir gerade gehabt, 1800 kann man als unendlich setzen. 100er Ebene. Und jetzt schauen wir, was da genau kommt, pass auf. So, jetzt kehren wir das Ganze um. Es ist eine, wie eine Art Spiegelung der Schildkröte, haben wir ein ganz anderes Tier, und das ist das Lamm. Das hat als Äußeres. Der hat nämlich dann hier, im Sinne des Reifwerdens. Er springt hier von diesem Wert, kommt er zu dem Ziel. Mehr Dingen zusammenhängt. Denn wir haben hier die Zahlen 92 bislang gar nicht aufgetreten, und unten haben wir die 516, die wir eben auch schon hatten. Und das hängt mit diesem Wort zusammen, mit dem Wort Zav. Und Zav ist im Hebräischen, haha, was ist das? Moment. Wir werden sehen, dass es mit etwas zusammenhängt, was da müssen wir jetzt ein bisschen hier ein Plan wagen. Bella heißt nochmal das Wunder im Griechischen. Plani heißt in die Irre gehen. Das ist das hebräische Wort, das heißt einmal für Schildkröte. Aber diese Schildkröte, pass auf, Shin ist die Logik, beziehungsweise der Logos Illet heißt auf Hebräisch Kind. Ka als Vorsilbe heißt wie, und Röde ist der Rode, ist der Adam. Das heißt, die Logik des Kindes wie im Adam. Und die Logik des Kindes wie im Adam müssen wir jetzt, und was merken, da kommt jetzt dann gleich ein bisschen Biologie, ist Testudo. Das lateinische Wort Testudo. Colonia. Jabe, Zebab, Zeb, das ist dieses Zebaut. Da heißt immer, ich behaupte, dass ich Jabe bin, Jabe, Zebaut, hast der harte Testudo-Zeichen. Das ist die 92. Und jetzt pass auf, was jetzt hochinteressant. Im Psalm 92, Vers 15, dann habe ich hier übrigens auch nochmal herausgestellt. Da habe ich dann irgendwo, habe ich dort den 92, Vers 15. Das ist diese Stelle. Das heißt, Zebaut, ja. Ja ist die Kurzform von Jahwe. Du kannst, wenn sich jetzt was reinschiebt, das hörst du dir ganz einfach aus. Das Geschenk in dir ist, dass dieser Testudo in dir auftaucht. Das ist noch, haben wir gerade im Chat, heißt der Ruhen. Das ruhende Meer ist der Geist, der Spiegel, der in sich alterniert, aber ohne sich zu alternieren. Das, was sich widerspricht, wird wieder eins. Alles, was sich widerspricht, wird auf einer höheren Ebene wieder absolut eins. Erkläre das jetzt hier, und jetzt lasse ich einmal die 18 laufen. Pass auf. Dieses Zeb wird jetzt verwandelt. So, jetzt kehren wir das Ganze um. Es ist eine, wie eine Art Spiegelung der Schild. Das heißt, er nimmt jetzt den Atbaschwert und kehrt den Atbaschwert wieder normal, die Spiegelung vom Atbaschwert. Dann wird die 90 zur 5 und die 2 wird zur 300. Und dann kriegst du das Lamm. Ich behaupte, dass ich das Lamm der Ohrenbarung bin. Ich. Kannst du jetzt auch den Brösel Udo nehmen? Das ist die Sache mit dem Johannes, das bist du. Und der Johannes kniet sich nieder, wird das Lamm anbeten, und das Lamm sagt, spinnst du, ich bin genauso ein Brösel wie du in unserem Traum, lass uns den anbeten, der uns jetzt ausdenkt. Das ist der, den ich das jetzt erzähle. Schildkröte haben wir ein ganz anderes Tier, und das ist das Lamm. Das hat als äußeren Wert die 305 und als Atbaschwert die 92. Jetzt schauen wir, welches Wort im Psalm 92 für Greisenalter steht? Und da steht nämlich Seva. Seva, und welche Zeichen sind enthalten? Die Shin und die He, nämlich genau die zwei Zeichen vom Lamm. Das ist spannend, oder? Das ist wirklich spannend. Das ist richtig spannend. Wir gehen mal zu dem Carapax. Carapax ist der Rückenpanzer der Schildkröte. Das tue ich jetzt ein bisschen hier. Also hier gibt es, wenn man das schreibt, jetzt haben wir genau diese 4, 4. Das ist ja auch die Raditz von David, das erklärt er auch schön. Jetzt hast du Hüben 4 und Trieben 4 und in der Mitte ist die Rudi-Quintessenz. Und wenn ich natürlich jetzt noch weiß, dass dieses Lamm, wo ich gerade schon angesprochen habe, weil ich kurz vorher Selbstgespräch diesbezüglich gehabt habe, dieses Gazera, das Leben, dass dieses Gat Koriander heißt und Kor wiederum auch Lamm bedeutet. Kor heißt auch das Lamm. Zufall, alles Zufall. Ich lasse in meiner Schöpfung keine Zufälle zu.
wollte das bloß einmal gesagt haben. Und du musst dir keine Gedanken machen. Du bist ein Auserwählter. Ich reiche dir meine Hand. Du kannst mich jetzt anspucken oder es sein lassen. Es ist vollkommen wurscht. Mir ist das so wurscht wie ein Wegweiser, den du nicht beachtest. Es ist auch keine Drohung. Das klingt immer so, er droht mir. Es hat mit Drohen überhaupt nichts zu tun. Ich rede von dem, was es ist. Lang nicht auf eine heiße Herdplatte, du wirst dir bitterböse wehtun. Wenn du jetzt mein Solo-Feeling ist für dich nicht wichtig und du bist der Schwätzer, du hast keine Vorstellung, wie weh du dir tun wirst. Immer wieder selber. Du kannst es von einer Sekunde im Jetzt, wann sonst, sofort wieder abstellen. Bloß die Schwierigkeit, wenn dein Ego dich einmal in einen Rechthaberwahn reintreibt und dann der Verteidigungsmodus kommt, dass das Ego sich aufbäumt und beleidigt fühlt. Dann geht es vollkommen dahin, dass jegliche Form von Bewusstsein ist ausgeschaltet. Und wenn du deine Tierchen so anschaust, ein bisschen mit Physiognomie, mir fällt hier so die Rede ein von so einem dicken, dummen Kind, das sich hier die Chefin der Grünen, der Führungspartei nennt. Ein dickes, dummes Kind, wo hier gar nicht schon die ganze Physiognomie und der Auftritt. Es ist so unendlich erbärmlich, was ich dir in deinen Traum einspiele. Nochmal, keine Schuldzuweisung. Du darfst als ein Autor, der eine Geschichte, einen Roman entwirft, doch den Figuren, den Charakteren, die du in diese Geschichte dir hineindenkst, nicht vorwerfen, dass sie so sind, wie sie von dir erschaffen werden. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht so jemanden, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er genauso ist, wie ich ihn mir jetzt denke. Ich reg mich auch nicht über irgendeine Situation auf, die ich mir jetzt ganz, ganz bewusst ausdenke. Ich habe mir dabei was gedacht. Ich habe mir auch dabei was gedacht, wo ich eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt entworfen habe, die so massiv voller Fehler ist. Nochmal, Fehler heißt, es fehlt was zur Vollkommenheit. Jede einseitige Äußerung, jede einseitige Kritik ist zwangsläufig fehlerhaft. Weil jemand, der sagt, zu irgendeinem Bezug, irgendein Brösel, der jetzt in dir auftaucht, der in Bezug zu irgendetwas, egal zu etwas, behauptet, dass das richtig ist, lässt eine Seite, nämlich die verkehrte Seite, weg. Und umgekehrt, das ist es, das ein Beispiel. Idioten, die um eine Tasse rumsitzen und streiten, wer recht hat. Der eine behauptet, der Händel ist rechts. Das kann er auch beschwören. Und ich werde ihm nicht ausreden, dass das richtig ist. Die Richtung ist, wo er schaut. Und plötzlich sagt einer, nein, das stimmt überhaupt nicht. Links ist richtig. Sätze für rechts und links für die Tasse Politik. Das ist die Demonstration von Geistlosigkeit. Die Welt ist ganz anders. Du musst keine Erdkugel retten. Das ganze Theater, da ist, du musst wach werden. Das ist der Sinn des Lebens. Und du wirst feststellen, du kannst von dir aus nicht wach werden. Du brauchst einen, der dich wach werden lässt. Das ist dein Führerscheinprüfungsbogen-Chef. Der Prüfer an der Führerscheinprüfungsbogen-Welt, das bin ich. Und es sind viele Sachen, wo du einen Scheiß baust, wo ich in der Praxis vor allem, in dem normalen gelebten Leben, gerne beide Augen zudrücken würde. Wenn es nach mir ging, würde ich dir jeden den Führerschein geben, sprich, was bedeutet es, symbolisiert, wenn du die Führerscheinprüfung bestehst, lasse ich dich wach werden und du kommst in eine vollkommen neue Welt, so wie du jetzt symbolisch momentan eigentlich nicht selbstständig rumfahren kannst. Du darfst noch gar nicht fahren. Wir haben zwar schon Praxis, du darfst schon leben, du bewegst dich ja schon in einer Welt. Aber wie wohlgemerkt, als träumender Geist bestimmst du überhaupt nicht, was du denkst. Du denkst ja schon, aber du bestimmst noch nicht, was du denkst. Das will ich damit symbolisieren. Du musst gewisse Regeln beherrschen, weil sonst wäre es ein Chaos. Du bist gemeingefährlich, wenn ich dich jetzt auf dem Straßenverkehr loslache und du hast keine Ahnung von den Verkehrsregeln. Verstehe bitte diese Metapher, die ich dir mitteile. Dann wirst du absolut zu einem Gefahrenpotenzial für alle anderen. Weißt du, wieso es im Himmelreich so wundervoll ist? Ich mache jetzt natürlich symbolische Märchengeschichte, ist eh alles ganz anders. Weil dort keine Chaoten sich bewegen, sondern bloß liebenswerte Menschen, wo jeder auf den anderen Rücksicht nimmt. Weißt du, wie oft im Himmelreich es an einer Kreuzung so zu einem Stau kommen ist, weil jeder sagt, Frau Duzas, der andere sagt, nee, Frau Duzas, jeder den anderen die Vorfahrt lassen. Jeder will, dass es den anderen gut geht. Es ist eine
eine grobe, es ist, ich sage gleich von vorne rein, du kannst nicht von unten nach oben sehen, es ist ganz anders, aber verstehe, was ich dir damit sagen will. Und wenn ich jetzt hier Mitleid hätte und ich merke, du bist noch nicht so weit, du bist noch viel zu egoistisch. Ich bezogen. Ich kann dir deinen Führerschein noch nicht geben. Ich werde es gern tun, aber ich kann es nicht, weil ich werde dann die nächste Ebene Gefahr hineinbringen, die dieses Himmelreich auf Erden mehr oder weniger zerstört. Also du hast es wirklich in der Hand, du bist der Richter über alles und jeden. Es wird für dich immer alles genauso sein, wie du dir das denkst. Und das Einzige, was ich jetzt mit Holofeeling mache, ich weise dich darauf hin, dass du die Freiheit hättest, alles, was du bisher so gesehen hast, auch anders zu sehen. Aber dann sagt deine Logik, ich will doch an nichts Falsches glauben. Ich sage, was ist jetzt, wenn du jetzt an das Falsche glaubst und die andere Seite, die Behauptung deiner ganzen Gegner, mit denen du rumdiskutierst, wäre die richtige? Dir muss klar sein, dass dir das nie auffallen wird, wenn du als Vergleichsmaßstab deine jetzige extrem fehlerhafte Logik nimmst. Es wird nämlich alles, was deiner Logik widerspricht, wird falsch, verkehrt, böse und schlecht sein. Aber dein Schwamminhalt konntest du dir nicht raussuchen. Deinen religiösen Glauben konntest du dir nicht raussuchen. Die Sprache, in der du denkst, konntest du dir nicht raussuchen. Aber sie ist bei dir hundertprozentig deutsch. Dem Geist, den ich das jetzt erzähle, du denkst in deinem Alltagsbewusstsein deutsch. Unabhängig von anderen Sprachen. Und das ist die Grundvoraussetzung überhaupt, dass du überhaupt zu einer Führerscheinprüfung zugelassen hast. Dieses Dach. Es ist gleichgültig, an was für einen Körper du denkst, ob du dunkelhäutig bist, ob du Schlitzaugen hast, welcher Nation du angeblich entspringst, welcher Affennation, weil man dir das erzählt hat, weil das auf deinem Schwamm drauf ist. Ja, ich sehe doch, dass ich Afrikaner bin, ich bin ja dunkelhäutig. Du musst dir so Videos anschauen, Pixelmännchen, absolut dunkelhäutige, schwarze Neger. Und nochmal, Neger ist keine Beleidigung. Wenn ich sage, das ist ein Schwarzer und das ist ein Weißhäutiger. Wie krank sind Menschen, die plötzlich da eine Beleidigung draus machen? Wie oft erwähne ich, du kannst, jeder kann auf seine Nation, stolz sein. Es ist wie mit Sinnesorgane. Auch auf deine Religion. Das sind so alte Beispiele von mir, dass ich sage, setze deine Religionen wie Sinnesorgane oder Nationen wie Sinnesorgane. Da gibt es ein Zehvolk und es gibt ein Hörvolk und es gibt ein Schmeckenvolk. Und es gibt ein Füllenvolk, die werden niemals miteinander kommunizieren können. Das Auge wird dem Ohr niemals erklären können, was Farben sind. Und das Ohr wird den Augen niemals erklären können, das sind komplett andere Bereiche, so wie wenn ich sage, ich habe verschiedene Computerprogramme, die komplett unterschiedliche Sachen machen, aber nicht kompatibel sind. Ein anderes Programm wirft andere Vorstellungen, andere Bilder auf. Du kannst jetzt für Sinnesorgane auch Religionen nehmen. Jede Religion, die du dir jetzt ausdenkst, die du studierst, zuerst einmal im Großen und Ganzen, sind all diese Fachleute tiefgläubige Materialisten. Es wird keiner bezweifeln, dass es eine chronologische Vergangenheit gegeben hat, bevor es sie selber gegeben hat. Das ist die erste Fehlerziehung. Wahrlich, ich sage dir, ehe Abraham war, war ich, sagt in der Bibel ein Jesus Christus, den du dir jetzt ausdenkst. Kann eine Figur, die du denkst, etwas anders gesagt haben, wie du dir jetzt denkst, dass er in der Vergangenheit eigentlich gesagt hat? Und ich sage dir, Cut, schau einfach, was jetzt da ist. Es taucht in dir Gedanke auf und diese Gedanken verstreust du um dich herum in Raum und Zeit. Du lebst in dem Wahn, in dem absoluten geistlosen Wahn. Du Geist lebst in dem geistlosen Wahn, dass du wirklich glaubst, du hast mit den Sachen, die du denkst, nichts zu tun. Jetzt frage ich dich, von wem kommt eigentlich das heliozentrische Weltbild her? Existiert es eigentlich, wenn du nicht dran denkst? Es ist da. Es ist wie wenn ich sage, existiert eigentlich das Internet, wenn du nicht an das Internet denkst? Nein. Aber es ist ja trotzdem da. Jetzt muss ich wissen, was das rotgeschriebene da ist. Eine geschlossene Schöpfung. Aus der etwas zu existieren beginnt in dem Moment, wo ich es denke. Und alles, was jetzt aus dem Internet entspringt, existiert auch erst in dem Moment, wo du dir das aus dem Internet herausdenkst. Bis du begreifst, das Internet bist du selbst. Intern, innen. Das ist das große Geheimnis. B. Roschid, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, hingestellt,
Das ist das erste Wort. Und der Kopf, das ist dein roter Kopf. Und was dort zurzeit aufgebaut ist, steht und fällt mit dem Intellekt. Ich sage jetzt immer mal die Computermetapher, was du zum Denken benutzt. Das sind die Sachen, die ich immer wieder wiederhole. Und du wirst es also bis in alle Ewigkeit wiederholen. Du musst dir nichts tun. Mach dir einfach Cut. Cut, was ist jetzt da? Und wichtig, beobachte, wie du Sachen bewertest, wenn du mit jemandem streitest, wenn du rechthaberisch bist. Und dann mach einen kleinen Trick. Was wäre jetzt, wenn ich vom lieben Gott, ich bleibe mal so biblisch, wenn ich vom lieben Gott meinen Gegenüber sein Programm in mir laufen hätte? Dann wäre alles, was der sich denkt, wäre für mich vollkommen logisch. Es wäre dann meine Information und dann würde irgend so ein dummer Idiot auftauchen, der ganz irre Sachen behauptet. Das wäre dann ich. Wir tauschen nur die zwei Programme aus. Und bei Holofeeling passiert was Eigenartiges, dass wir die nicht austauschen, sondern diese ganzen Glaubenssysteme wie sich komplett widersprechende Puzzlestücke ineinander schieben und was vollkommen Neues draus machen. Und zwar arithmetisch präzise, eine neue Einheit. Und dann wirst du irgendwann erkennen, dass die niemals auseinander waren und auch niemals, das Heilige kann niemals zerspringen. Das Meer ist immer dasselbe Meer. Es verändert sich, der immer ist, verändert sich nicht. Hast du dich verändert? Du Geist, den ich das jetzt erzähle, hast du Geist, in deinem hier und jetzt ausgedachten Leben dich jemals verändert oder bist du immer derselbe Geist, egal welche Information du anschaust? Wo ist jetzt der Unterschied, wenn du jetzt an deinen Kopf denkst und du drehst den Kopf und dann ändern sich die Bilder deine sinnlich wahrgenommenen Informationen? Probier es aus. Wo waren jetzt die Sachen die ganze Zeit? Waren die irgendwo da außen auch, wie du nicht hingeschaut hast? Es ist in dir drin und es tritt in Erscheinung, sobald du es auf die Feuerbrille holst. Das ist nicht Science Fiction. Und die Welt ist eine Matrix, auch wenn Leute das nicht wahrhaben wollen. Die Ursache ist ganz leicht zu finden. Es ist dieser Wahnsinnsglaube, zu meinen, unabhängig von dir da außen existiert eine Welt und die war schon da, bevor du sie ausgedacht hast. Das um dich herum. Ich bringe es auf den Punkt, das ist schlichtweg und einfach nur der Bruch des zweiten Gebotes. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und wenn du jetzt meinst, du bist der Christ oder ein Moslem, wohlgemerkt, immer wieder betone ich, diese 10 Gebote gelten auch für jeden Moslem, egal in welcher muslimischen Sekte du bist. Das gilt für jeden Christen. Dann stell dich als Affe vom Spiegel und versuch dein Spiegelbild anzuspucken. Es ist eine maßlose Selbstüberschätzung zu behaupten, ich bin ein Christ. Du bist ein Christ, wenn du die christlichen Gebote hältst. Und da gehört auch dazu, diese 10 Gebote, und die gelten auch für jeden Moslem. Das ist keine religiöse Spinnerei, das ist tausendmal mehr Geisteswissenschaft wie deine ganzen Physikbücher, die es natürlich auch sind, H2O. Hydrogenium, Udo R. Das ist der Kopf des Udos, das erste Element. Das ist der große Trick dabei. Mache das Beste draus. Ich lasse mich einmal überraschen. Ich werde dich immer beobachten. Jeden Moment beobachte ich dich. Und Batsch.